Ha, so, 17:45. Ich glaube, wir fangen einfach mal an. Es kann sein, dass nachher vom Nachbarvortrag, der relativ kurz wohl ausfallen wird, noch ein paar Leute dazukommen. Aber wir haben ja riesig viel Platz. Wunderbar. Willkommen zum letzten Vortrag am ersten Tag von FrostCon. Das Einzige, was euch noch vom Social Event abhält, bin ich. Diesmal verspreche ich auch pünktlich Schnitz zu machen und sonst nicht mit raustragen. Ich will auch noch einen Schnitzel haben. Ich habe ja letztes Jahr schon ein bisschen was über zu Knoblatt erzählt und es soll diesmal weitergehen, weil das letzte Mal in 2 Stunden. Mit den 2 Stunden irgendwie nicht so richtig ausgereicht hat. Der Plan dieses Mal ist, eine ganz kurze Einführung, wer hat letztes Mal den Vortrag schon gehört? Oder wer hat den ersten noch nie einen Knoblatt-Vortrag gehört? Wer hat noch nie Knoblatt gemacht? Okay, eine ganz schnelle Antwort. Ja, und dann einfach so ein paar Beispiele zeigen, ein bisschen mit Knoblatt spielen, wie ich das relativ oft, fast tagtäglich irgendwie mache. So ein bisschen über mich erzählen und wo ich jetzt arbeite und warum wir immer noch Leute suchen. Ein bisschen zur Knoblatt-Doku und dann eben viele Beispiele erstmal als Einführung und dann, ja. Zu mir ganz kurz, war schon öfter bei FrostCon, die meisten werden es auch schon oft gehört haben. Habe in der Schule schon, wie ich im Nachhinein gelernt habe, dann Open Source machen können. Weil wir das bei uns in der Stadt, in den 3 Gymnasien in einer einzigen Straße fleißig verteilt haben, was wir so mit Commodores und später auch C64, aber vielmehr mit den Vorgängern von den C64s so an Software gemacht haben. Die haben dann die anderen Gymnasien auch gekriegt. Das war eigentlich schon total open. Und wo ich an die Uni gekommen bin, da war so mit der erste Job, da hast du ein Magnetband mit irgendeiner Software, lass doch mal laufen, dann hatten wir Tech an der Uni. Das ist auch total freie Software, die dazu noch nicht als dieses propagiert wurde. Ab 87 hatten wir dann auch die ersten Unix-Rechner an der Uni. Zunächst mal auch in der Informatik und dann im Rechenzentrum. Leider alles proprietär, weil das war halt damals so die AT&T-License und sonst was Zeit. Jeder Hersteller hat sein Unix nicht mehr so als Quellen hergegeben. Das VMS, das wir 85 noch betrieben haben und bis weit in die 90er im Rechenzentrum, da gab es noch Quellen für, wenn auch nur auf Mikrofilmen. Aber man konnte das tatsächlich lesen und verstehen und das war für manche Dinge sehr, sehr hilfreich. Schon da habe ich gelernt, wie wichtig das ist, Quellen lesen zu können, um verstehen zu können, vor allem intern im Systemablauf, was da alles so abgeht und wie man mit VMS was anfangen kann. Manche Dinge auch für unsere Tech-Treiber hätten wir ohne Source-Kenntnis vom VMS auch schon nicht so implementieren können. Und ja, dann hatten wir irgendwie auch richtige Unix-Rechner von Silicon Graphics und sonst was ohne Quellen. Und ich hatte eigentlich mit den Intel-Rechnern und den auch den frühen PCs 386er mit proprietären Unixen dann irgendwann die Nase voll. Bis dann halt das Linux aufkam und dann war das erstmal die Möglichkeit, auch ein Unix daheim zu haben und freie Quellen und sonst was. Und hat man halt doch wieder Intel machen müssen, weil die 8086 Architektur nicht so richtig toll war. Ja, und dann, wie das halt so ist mit dem frühen Zeugs, da hieß es, ah, die Grafikkarte wird gut unterstützt, wurde dann doch nicht. Und dann habe ich halt meinen Grafiktreiber ein bisschen angepasst, dass das bei mir auch tut. Das habe ich dann länger gemacht und habe während meiner Studienzeit fleißig Grafiktreiber für x486 programmiert und da dann viel gelernt. Und wenn ich da endlich mal von der Uni abgegangen bin, war ich 14 Jahre bei Science Computing in Tübingen, bis ich dann vor jetzt über 2 Jahren zu Bosch, zu der kleinen Bosch-Tochter in Reutlingen gewechselt bin und da jetzt Softwareentwicklung mehr hardwarebasiert mache. Bosch Sensortec, mein jetziger Arbeitgeber, Werbung für 2 Minuten, weil der mir das Auto und das Hotel gesponsert hat. Wir sind ein Spin-off von Bosch Automotive Elektronik. Die haben ja ganz viele tolle Sensoren erfunden für ABS, Airbag, ESP, sonst noch irgendwas im Automobilbereich. Und ähnliche Beschleunigungssensoren, Drehradensensoren, Magnetkompasssensoren, alles Mögliche wird heutzutage auch jede Menge in der Consumer-Elektronik, in Handys, in Spielekonsolen, jede Menge. IoT, überall sind jetzt heute so Sensoren drin, die Bosch herstellt. Bloß so das ganze Kundengefüge ist ein völlig anderes in der Automobilindustrie wie in Consumer-Elektronik. Ja, Automobilindustrie, da muss so ein Ding 10 Jahre geplant sein und total sicher, speziell bei Bremssystemen und anderen Sachen, ist es schon wichtig, dass da gar nie was schief geht. Das darf auch ruhig Strom verbrauchen, weil so ein Auto immer eine Digi-Batterie hat. In der Consumer-Elektronik sieht das alles total anders aus. Es muss irre klein sein, weil wir keinen Platz haben und kein Gewicht und keine Batterie und keinen Strom brauchen.
Und wenn da ab und zu mal ein falscher Messwert bei rauskommt, da stirbt nicht gleich jemand dran. Das ist, und die Kundschaft wünscht sich jedes halbe Jahr eine neue Modellgeneration, weil ja noch ein Handy verkauft werden muss vor Weihnachten. Das heißt, die Zyklen sind andere, die Firmen sind völlig andere. Und dadurch hat Bosch gesagt, da machen wir eine eigene Firma drauf, weil die wirklich so anders tickt. Die Technik ist die gleiche. Unsere Sensoren werden in Reutlingen in der gleichen Fab hergestellt, mit den gleichen Experten zum Teil mitentwickelt. Aber einfach der ganze Rest drumherum, das ist Bosch-Qualität, aber halt auf eine andere Richtung getrimmt und gemacht. Und ich bin in einem Projekt, das auch was Neues mit so Mikromechanik-Elementen macht, was mal kein direkter Sensor ist und was demnächst announced wird. Und dafür habe ich dann die Software und Kernel-Treiber und Testsysteme und sonst was für gebastelt, dass das irgendwie mal ins Laufen kommt und nächstes Jahr bei euch alle in irgendwelchen tollen Geräten drin ist, vom Handy zur Kaffeemaschine und was immer die Kundschaft draus macht. Ja, so viel für euch dazu. In unserem Projekt brauchen wir immer noch so einen zweiten Softwareentwickler, mich, der für tolle Hardware und fürs Labor und alles mögliche Software mitentwickelt und Kernel-Treiber und Shell-Skripte für Messen, Machen, Kalibrieren. Und Software-Architekten brauchen wir für das ganze System auch noch, weil es inzwischen auch Linux und Android und Mikrocontroller und Realtime-Systeme und vielleicht auch mal Windows. Das hängt halt davon ab, wir haben Hardware. Und wenn der Kunde sagt, ich baue das jetzt in meine Windows-Kaffeemaschine ein, dann muss man halt überlegen, wie kriegt man das in Windows anlaufen. Und wenn der sagt, ich baue das in keine Ahnung was ein, dann müssen wir irgendwie natürlich dafür sorgen, dass er versteht, wie die Hardware tickt und wie unsere Beispieltreiber funktionieren. Da wird es jetzt jede Menge Arbeit geben, mit schöner Hardware zu spielen. Ja, zu Knubblatt. Die Schnelleinführung auf einer Seite. Wie kommt man an Doku ran? Das Einfachste in Unix ist immer irgendwie man Knubblatt. Das ist leider hier nicht so wahnsinnig hilfreich. Da steht bloß drin, dass man Knubblatt aufrufen kann. Die wichtigere Information steht in der Online-Help im Knubblatt selber. Ich werde das dann alles vorführen. Aber einfach mal, was man hier so finden kann auf den drei dürren Folien, die ich geschrieben habe. Es gibt bei jeder Linux-Installation, wenn man Knubblatt hat, manchmal direkt oder manchmal mit dem Paket Knubblatt-Doc. Debian-basierte ist, glaube ich, immer, man muss Knubblatt-Doc extra installieren. Doku interessiert ja keinen, dann braucht man es auch nicht per Default installieren. Gibt es irgendwo dann die Online-Dokumentation, die sehr ausführlich ist, ein richtig dickes Buch. Es gibt eine Infoseite und man kann das einfach alles auch auf der Webseite angucken. Achso, doch, ich hoffe, Netz tut ihr ja echt relativ gut, zeige ich gleich. Nee, machen wir sofort. Plan ist jetzt immer eigentlich alles, was ich dann so mache, wirklich hier live vorzuführen. Also erstmal Knubblatt und richtig schreiben gehört auch dazu. Das ist wirklich bloß so ein bisschen Prosa-Text. Was man da schon finden kann, ist, kommen wir nachher noch drauf, wo die Konfigurationsdatei ist im Home-Directory, kannst du eine Datei .knubblatt geben und da kann man sich ein paar Default-Kommandos abspeichern, was ganz nützlich sein kann, damit das Knubblatt so ein paar Default-Einstellungen hat, die nützlich sein können. Ich weiß gerade, Info-Knubblatt. Habe ich jetzt auch schon. Oh, geht auch. Wunderbar. Also wer dann das Infosystem mag, gibt es ja auch so grafische Browser von GNU. Da kann man auch viel drüber nachlesen. Wobei das, was man wirklich braucht, da im Knubblatt selber dann auch geht. Oder man guckt, wie gesagt, im Browser nach unter www.knubblatt.info, die Homepage. Da gibt es jede Menge schöne Beispiele. Knubblatt.info. Und das Ganze lebt zumindest für mich und hoffentlich auch für euch immer von Beispielen, wo man dann tatsächlich gucken kann, was alles geht. Da merkt man schon so die ersten schönen Sachen. Ah, es wird schön bunt. Wichtig, heutzutage haben die meisten aktuellen Distributionen inzwischen Version 5.0 mit drauf. Die ist Anfang des Jahres freigegeben worden. Ob das jetzt Version 4.6 oder 5.0 oder sonst irgendwas ist, im Groben und Ganzen kein großer Unterschied. In Details unterscheidet sich dann schon immer ein kleines bisschen. Ich werde an zwei Stellen nachher mal drauf eingehen, wie das mit Konfiguration und sowas ist. Aber ansonsten alles das, was ich hier mache, ist eigentlich relativ versionsunabhängig. Interessant hier ist vor allem die Gallery of Demos. Also man kann hier in die Dokumentation reingucken und kriegt dann auch das Knubblatt-Man-Page in einem schönen kleinen Dokument mit 250 Seiten. Das lohnt sich tatsächlich mal ein Stück durchzulesen irgendwann oder besser dann nach den Stichworten, die man irgendwie hat, zu suchen. Da steht immer schön drin, mit welchen Kommandos was irgendwas passiert und Bildern. Es gibt sehr viel mehr Bilder, wenn man jetzt nämlich auf die
Gallery auf Demos geht. Das war so ein bisschen auch mein Start vor vielen, vielen Jahren mit Knublad. Da kann man einmal so ein bisschen gucken, wenn man sich hier zurechtfindet. Ich hätte jetzt gern eine, was weiß ich, ein Plot mit, was immer Mixed Style ist, Step Function, mit irgendwelchen Stufenfunktionen. Kann man mal gucken, wie sieht sowas aus? Irgendwie so, möchte es als Treppen oder sowas dargestellt haben, kriegt man halt immer irgendwelche Bildchen. Und nebendran tatsächlich genau die Kommandos, die man in Knublad braucht. Weil genau mit den Kommandos definiert man jetzt, wie dargestellt wird. Geht es mit der Schriftgröße? Ganz hinten? Wenn es hinten nicht geht, nach vorne kommen? Okay. Und auch unten, weil ich mir gerade, das ist eigentlich relativ klein, aber nachher geht es um das, was ich im Terminal tippe. Das wird dann eh wieder größer. Und man kann jetzt einmal hier wirklich bequem abmausen oder tatsächlich schon hier draufklicken. Dann kriegt man genau diesen Demo-File. Kann man jetzt auch gucken, ah, sowas ähnliches wollte ich plotten und dann sind vielleicht genau das die richtigen Kommandos. Das fand ich am Anfang relativ nützlich, wobei das auf der Webseite halt auch immer in allen möglichen Varianten interessant sein kann. Es geht auch 3D. Was ich hier noch interessant fand und erst relativ spät gelernt habe, deswegen will ich dann aber darauf hinweisen, weil ich das auch nicht sage, man kann also normalerweise mit Knublad, sehen wir dann, macht das ein Grafikterminal auf, zeigt die Grafik an und dann kann man das dann auch abspeichern in allen möglichen Formaten, Postgre, PDF, JPEG, PNG, was immer man braucht. HP, Plotter, Tintenstrahldrucker, aus historischen Gründen gibt es solche Sachen alle immer noch. Oder SVG, Scalable Vector Grafik. Wenn man so Linien und Grafiken macht, ist immer gut, man tut es wieder in ein Vektorformat abspeichern, dann sind die Schriften in einer schönen Auflösung, die Linien, schöne Linien und wenn man das dann reinzoomt und vergrößert, dann wird das immer gut und nicht, ist nicht krümelig und gepixelt. Und da gibt es dann halt irgendeine Demo, dann sieht, kommt hier so eine Scalable Vektorgrafik aus, die auch Flächen ausfüllen kann. Ursprung von Knublad ist immer so ein Stiftplotter, so mit HP oder mit irgendwie Stifte mal auf dem Blatt Papier, da war das mit Flächen ausfüllen natürlich noch nicht mit drin. Da konnte man höchstens schraffieren. Ist heute natürlich mit moderner Grafik überhaupt kein Thema mehr. Was mir neu war und was ziemlich putzig sein kann, je nachdem, was man anmöchten möchte, so ein Canvas, irgendwie so ein HTML-Dingens. Da ist jetzt das, was man sonst auf dem Fenster, was ich alles demonstrieren möchte, kann man wohl offensichtlich auch irgendwie als HTML mal abspeichern und sich in seine Webseite integrieren. Hätte jetzt auch ein PNG-Bild sein können. Das Nette dabei ist, dass jetzt hier nicht bloß das Bildchen da ist, sondern man merkt schon, wenn ich mit der Maus fahre, dann ist hier unten, werden die X- und Y-Koordinaten angezeigt. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel ein Gitter aus- oder einschalten. Das heißt, da gehen tatsächlich Interaktionen. Jetzt weiß ich nicht, wofür die Pfeile genau sind, aber ich kann hier mit der Maus wirklich reinzoomen in die Daten. Ja, also das mit dem normalen PNG und dadurch, dass es immer noch ein Vektorformat ist, sieht die eine Kurve immer noch relativ schön aus. Und jetzt kann ich, glaube ich, hier wieder zurückzoomen. Jawohl. Ja, und das ist natürlich was, was nur dadurch geht, dass da jetzt HTML-Code und die Daten dahinter liegen. Und was mit einem normalen PNG, ich drucke das mal aus und tue da ein Bildchen rein, ob das jetzt PDF oder SVG oder so, nicht so einfach gehen. Wenn man außen eine mehr oder weniger schöne Skala hat. Und das finde ich schon, irgendwie hat auch eine Qualität, wenn man sowas braucht, um Messdaten, weiß nicht, Webtransfer für irgendwas, für die eigene Cloud. Ja, also, gerne. Ja. Ja, die Frage war für CSV, kommen wir viel später dazu, wenn man, weil das jetzt ja gerade erstmal nur, ich hab noch nicht mal eine Datei angezeigt, aber ich kann es ausprobieren. Ich muss sagen, ich kenne die Fehlermeldung und das Problem nicht, aber probieren wir nochmal geschwind aus. Immer wenn es Fragen gibt, einfach sofort dazwischen und die Zeit haben wir. Und sich melden, wenn ich da bloß auf den Bildschirm starre. Kommen wir drauf, weil das auch so eins der Dinge ist, die ich irgendwie nach 10 Jahren erst gelernt habe, das CSV, Komma, Separated Value, also Dateien. Aber erst müssen wir mal zeigen, wie die Daten überhaupt ins Knublad reinkommen. Und dann kommen wir da dazu. Also hier sieht man, irgendwas geht mit Webseiten. Ich habe nie eine Webseite gehabt, von daher kann ich da nicht viel dazu sagen. Meine Welt sind mehr so die Drucker und direkter Grafikbildschirm. Also da kann man unheimlich viel Zeugs angucken. Diese ganzen Demos, die es da drin gibt. Halt und zurück. Zurück. Nicht bunte Bilder. Diese ganzen Demos, die gibt es eigentlich, wenn man die Dokumentation installiert hat, auch immer in irgendeinem Example-Verzeichnis und kann sich die ganzen Beispiele mal live und in Farbe auf dem eigenen Rechner angucken. Was hier drin steht, das ist, also je nach Distribution werden die Sachen ein bisschen unterschiedlich irgendwo hin installiert.
Und zumindest bei meinem alten Ubuntu war das so, dass die da drin komprimiert rumliegen, mit GZIP gepackt, weil Plattenplatz so teuer war. Und das GNUBLOT natürlich so komprimierte Binärdateien nicht mehr einlesen kann als Kommandos. Und deswegen war hier immer noch das Kochrezept drin. Die Beispiele finden, alle in ein temporäres Verzeichnis umkopieren und da auspacken. Inzwischen ist das wohl nicht mehr so arg üblich. Also zumindest hier auch bei meiner SUSE. Und ich glaube, beim neueren Ubuntu liegt das irgendwo direkt. Dann gerade mal GNUBLOT, wo das Zeug wirklich liegt. Habe ich ein GNUBLOT? Ah ja. Also da kann man sich Paketinhalt angucken. Da gibt es dann irgendwo auch die ganze Dokumentation, doc.html irgendwo direkt. Und irgendwo wird es da dann auch die Examples dabei haben. Damit ich auf meiner... Nein. Immer noch zu viel Output. Ah, danke schön. Das gute Augen. Pipezeichen hat gefehlt und wir können da auch noch sogar sagen, ich hätte gerne irgendwo einen User, die Demo-Sachen, dann wird es auch noch ein bisschen weniger. Weil ich mir partout nicht merken kann, wo dieses Zeugs rumliegt. Ah, GNUBLOT-Demo. Und sich das auch von GNUBLOT zu GNUBLOT-Version ändert. Also zumindest, wie sie es einpacken. Also wenn man das richtige Verzeichnis gefunden hat, eins nach oben. Was man letztendlich suchen möchte, ist eine Datei, die nennt sich all.dem, alle Demos. Wenn man die mal hat, dann hat man das richtige Verzeichnis. Wenn man da dann guckt, was sonst so rumliegt, dann gibt es da ganz viele DEM-Demo-Dateien. Wie so eine Input-Datei für GNUBLOT heißt, spielt überhaupt keine Rolle. Ist eine Datei wie das meiste in Unix, ja, der sagt mal Input-Dateiname oder Load-Dateiname heißt das dann. So, jetzt machen wir das nämlich mal. Und wenn man irgend so einen anguckt, da stehen jetzt genau diese Beispiele drin, die es auch auf dem Web zu sehen gab. Das heißt, Binary-Demo-Code, das sind jetzt genau diese GNUBLOT-Kommandos, um die es dann den Rest des Abends geht. Und das All-Demo, was sehr schön ist, mal zum Ausprobieren ist, der lädt das erste Simple-Demo und lädt dann die Control-Demos und wartet zwischendrin dann immer, dass man auf eine Taste drückt. Und damit kann man, wie ich finde, sehr schön GNUBLOT sagen. Ah, und irgendwann wurde ich mal darauf hingewiesen, wenn man GNUBLOT startet, dann sagt er einem sogar, wo die Demos liegen. Aber da ich da nie mehr drauf gucke, da sagt man auch, wie die Webpage heißt und dass es ein Help-Kommando gibt. Und dann kann man nämlich wirklich irgendwo da hingehen. Und man kann auch in GNUBLOT CD in irgendein Verzeichnis machen. Wobei da wichtig zu wissen ist, alle Strings und auch Dateinamen und sowas müssen da immer in irgendwelche Gänsefüßchen sein. Das heißt, wenn ich CD irgendwo hingehen möchte, zu den Demos, die man gerade sagt, dann muss ich also CD Gänsefüßchen irgendwo hingehen. Und dann kann man sich den Rest eigentlich sogar wieder abmausen und sagen, ah, mach doch mal load diese alle Demos irgendwas. Ja, wenn ich das mache, dann sagt er Simple Demo, dann geht irgendein Grafikfenster auf. Da können wir ein bisschen nach oben schieben. So einen großen Bildschirm. Und das ist halt das allererste Beispiel, wie male ich einen Sinus, Cosinus, irgendwas. Und die kann man jetzt einfach mit durch Return drücken, mal so durchgehen. Und was ich tatsächlich am Anfang öfter mal gemacht habe, wenn ich so keine Ahnung habe, wie ich irgendwas Neues darstelle, dann habe ich mir jetzt einfach hier mal mich so durchgemost und geguckt, was gibt's alles Schönes und was sieht vielleicht so aus. Also das sind jetzt ganz viele Linien, dann tut er mal irgendwelche Messdaten oder keine Ahnung was so malen. Hallo? Achso, ich sollte mit der Maus natürlich hier drin sein, damit es weitergeht. Ah, da waren mal irgendwelche Bars oder ausgemalte Balken oder mit schwarzen Rändern und sonst was. Und da kann man jetzt immer, dann sagt er, das ist jetzt zum Beispiel alles Fill Style. Und wenn ich jetzt wissen möchte, oh, wie hat er das gemacht, dass das so hell und so weiter, guckt mich halt an und dann sieht man, er sagt immer, and now let's draw a different Fill Density und der Text wird sich da drin dann schon sehr einfach finden. Dann guckt man sich das an, schon hat man ein schönes Beispiel und lernt, wie sowas geht. Das ist. Da ist eine kleine Beispieldatei schon drin, wie male ich eine Weltkarte und wie fülle ich sowas aus. Kommt vielleicht am Schluss nochmal, mal gucken, wie die Zeit reicht. Was schade ist, ich kann jetzt nicht zurück, weil er macht halt immer so nächstes Kommando, zurückblättern in dem Sinne, in diesen Kommandos, die da ablaufen, geht jetzt nicht. Deshalb, oh, das vorher, da war jetzt gerade so getupfte Stile, dann muss man nochmal abbrechen und von vorne los und sich die tolle Slideshow nochmal angucken. Man kann da irgendwann, lernt man, wie man viele Plots auf einen Ausdruck oder sowas kriegt oder auf eine Webseite, wenn man das braucht. Das waren jetzt die Sachen, die gerade interaktiv bei diesem Canvas irgendwie drin waren. Alles Linien und Kleckse, darauf werde ich mich erstmal auch beschränken.
Aber es geht auch irgendwie 3D mit irgendwelchen Punkten so grün. Wenn man sowas sieht, da kann man dann immer die Maus nehmen und dann ein bisschen drin rumdrehen. Geht natürlich nur auf dem Bildschirm und nicht auf dem Ausdruck. Aber im Web geht es auch irgendwie. Also diese Websachen, das HTML5, das macht das dann genauso mit. Ja. Im Rest ist nicht so viel mit Zupfen. Da geht es um irgendwelche Kurvenausgleich. Ah, wieder. Hurra, Dreh, Anguck von. Also dafür ist es wirklich klasse. So mal ein bisschen eine Idee kriegen, was machen die komischen Daten, was immer das jetzt im Einzelnen darstellen möchte. Da gibt es hier unheimlich viel zeitungsvollen Text, wo man tatsächlich viel lernen kann. Noch mehr dann. Ah, der war gerade zu schnell. Polarkoordinaten. Ah, den kann ich wieder. Da geht zwar auch was mit der Maus, machen wir später. Man kann da auch inzwischen irgendwelche flächigen Farbverteilung für irgendwelche Werte reinmachen, für Temperaturen, für Magnetfelder, was immer das Dual, was immer da angezeigt werden soll. Und wirklich da mal durchblättern. Ich werde das jetzt einfach auch abbrechen. Es gibt noch ein paar optisch einfach schöne Sachen, die dann mal kommen. Ne? Wenn man schnell genug anhält und nicht einfach weiter drückt, wie ein Wilder. Um Beispiele zu kriegen und dann sagen, ah toll, wollte ich schon immer gemacht haben. Und das ist jetzt alles zum Beispiel noch ohne Hidden Line, da verdeckt sich nichts und sowas. Und irgendwie kann man dem Knubblatt aber auch sagen, macht das jetzt mal mit Hintergrundverdeckung und sowas. Ja, da zum Beispiel, oder? Ja, da verdeckt sich auch noch nichts. Kommt dann irgendwo später. Also das mal in Ruhe und muss ja durchgucken. Da zum Beispiel so ein Stück Glas und rausgebrochen irgendwas. Und da verdeckt sich jetzt tatsächlich mal Vorder- und Hintergrund. Wenn man das aber braucht, dann macht das mal das flächig aus. Und das sind die gleichen Beispiele, die es auch im Web gibt. Und dann kann man, wenn man dann sagt, ah, das wollte ich jetzt haben, und dann kann man sich da die Datei angucken. Ja. So, also nochmal gucken auf den Spickzettel. Da gibt es halt die ganzen Demos. Ja. Irgendwo gab es noch einen, wo ich darauf hinweisen würde. Ach, das war nur auf der Webseite. Ah, Webseite. Webseite. Was mir jetzt schon mehrfach empfohlen wurde, ist tatsächlich dieses Buch Knubblatt in Action. Ich habe bloß mal kurz reingucken können. Gibt es seit dieses Jahr im März oder so in der neuen Auflage. Auch für Knubblatt 5 muss ich viel dazu getan haben. Und es muss unheimlich viele schöne Beispiele haben. Frage? Also, wurde mir jetzt vorher auch schon wieder empfohlen. Also ich werde es jetzt demnächst auch mal kaufen, wenn ich wieder Zeit habe zum Buch lesen. Das muss richtig klasse sein. Zum anderen habe ich, glaube noch gar nicht gesehen. Aber, und ist auch mit 2012 dann doch ein bisschen älter, wobei Knubblatt ist 15, 20 Jahre alt. Und die wichtigsten Dinge, da ist viel Neues dazu gekommen, also so die elementaren Sachen sind immer relativ ähnlich. Also, so. Und den Rest will ich jetzt einfach so ein bisschen demonstrieren. Eine Seite fehlt eigentlich. Oh, war das letzte auch schon so? Es gibt noch eine zweite, so die wichtigsten Schritte in Knubblatt. Einmal so ein bisschen den Knubblatt-Dreisprung jetzt zeigen, was man dann immer macht, wenn man jetzt irgendwas am Plotten ist. So, also. Vielleicht das Erste. Man kann in Knubblatt, wenn man drin ist, CD, irgendein Verzeichnis machen und sowas. Und man kann auch mit Ausrufezeichen sich irgendwelche Kommandos aufrufen. Also mit Unix, das kann dann Echo Hallo sagen. Das ist natürlich nicht so richtig aufregend, aber ich kann, weil ich jetzt gelernt habe, in diskret Demo irgendwas, kann ich jetzt irgendein Shell, und da brauche ich natürlich die Inhaltsgänsefüße nicht, weil er tut jetzt auf einer Shell mal geschwind Less diskret aufrufen, und dann kann ich diese eine Datei in Less angucken, was da so an Kommandos drin ist. Und da sieht man jetzt zum Beispiel das Pause-Kommando, das ich jetzt interaktiv so nicht brauche. Pause minus 1 irgendein Text. Da gibt er den Text aus und wartet, bis man Return drückt. Da kann man auch sagen, gib den Text aus und warte eine Sekunde oder all so ein Zeugs, um dann automatische Demos zu machen. Aber wichtig sind der ganze Rest eigentlich. Und den wollen wir jetzt von Hand machen. Wie funktioniert Knubblatt? Im sauseschritt Schritt, das wichtigste Kommando in Knubblatt ist Plot. Und man kann im Wesentlichen zwei Sachen darstellen, so ganz grob. Einmal irgendwelche Mathefunktionen, das sind die ersten Beispiele auch gewesen. Plotte mir mal den Sinus. Dann wird halt irgendwie der Sinus geplottet. Blups, geht ein Fenster auf und kommt irgendwas raus, was mehr oder weniger wie ein Sinus aussieht. Ohne dass wir ihm sonst auch so arg viel mehr gesagt haben. Es gibt in Unix drei mögliche so Grafikfenster, die hier auftauchen können, die ein bisschen unterschiedliche Bedienelemente haben. Das kommt darauf an, wie das Knubblatt übersetzt wurde. Zu den Ausgabemöglichkeiten komme ich noch ein bisschen. Also hier gibt es jetzt so ein Gitter, dann kann man dann mal schon so ein, wie gut sieht man das auch, sieht gut raus.
Das finde ich immer ganz praktisch, dass so ein Gitter eingeblendet wird. Als Default-Zustand ist es eben nicht mit drin, dass man sieht, wo ist 0, 1, 2, 3. Und beim Reinzoomen hilft es ein bisschen. Oder man kann Next zoomen. Ist das auch irgendwas mit Zoom? Ich mache das nie mit der Maus, also mit diesen Knöpfen, weil mein Default-Ausgabe Terminal das gar nicht hat. Geht auch anders. Aber erstmal Funktion allein. Ich kann jetzt sagen, Plot Sinus von x oder was weiß ich, x mal x, x Quadrat oder sowas, dann kriege ich eine Parabel. Variante 1, irgendwelche Mathefunktion. Variante 2, ich habe Dateien, Plot Dateiname und da kommen wir dann gleich dazu und gucken an, wenn in der Datei irgendwelche Zahlen drin sind, wie komme ich an die Zahlen ran, wie kann ich sie darstellen. Und kann das auch kombinieren. Ich kann hergehen und sagen, plot mir mal den Sinus von x, und jetzt mal in das gleiche Diagramm noch was Zweites rein. Der Klassiker ist immer mal nicht nur den Sinus, sondern auch den Cosinus. Total aufregend. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch x Quadrat dazu male, so sieht es ja irgendwie noch einigermaßen hübsch aus, dann sieht es zunächst mal wieder relativ blöd aus, weil, wenn man gar nichts angibt, so der Default ist, wenn man mit Mathefunktionen zu tun hat, ja, in welchem Bereich soll er das darstellen, dann macht er das halt mal auf der x-Achse von minus 10 bis plus 10 und in y-Achse nimmt er halt so viel, wie er gerade braucht. Und da der Sinus nur von minus 1 bis plus 1 geht, aber das x-Quadrat bei minus 10 und plus 10 schon bei 100 ist, und wenn ich jetzt noch sagen würde, x hoch 3, schreibt man so, alte Fortran-Syntax, dann ist selbst die Parabel kaum mehr zu sehen und von dem Sinus noch weniger, weil das einfach nicht gut zusammenpasst. Und wenn man jetzt da wo reingucken möchte, dann ist es schon mal ganz praktisch, dass man mit der Maus reinzoomen kann, um zu gucken, ob das jetzt die Funktion ist, die mich interessiert, oder die Messdaten. Und da kann man mit dem rechten Mausknopf, das ist erstmal gewöhnungsbedürftig, einmal draufklicken und wieder loslassen, dann irgendwie verschieben. Und wenn ich mir das zweite Mal mit dem rechten Maus, dann sieht das so einen Rahmen auf, und mit dem zweiten Mal klicken und wieder loslassen, hat er ein Stück reingezoomt. Das kann ich dann nochmal machen, so viel draufklicken, nochmal draufklicken. Und wenn ich dann ein paar Mal reingezoomt habe, dann habe ich wieder eine Dimension gefunden, wo mein Sinus vernünftig aussieht, wo ich sogar ein Stück von der Parabel zählen. Ah, die Parabel wollte ich schon ein bisschen genau sehen. Dann halt nochmal draufklicken und ja. Und ob das jetzt hier durch Null geht, sieht man auch nicht gut. Und dann kann man jetzt mit dem, was man so darstellt, Plot, meine Daten, meine Funktion, was auch immer, kann man jetzt jede Menge Kommandos machen, mit dem etwas näher beschreibt, was man da sonst noch gerne alles drauf haben möchte. Man kann zum Beispiel jetzt einfach sagen, set grid. Ich würde gerne das Gitter angezeigt haben. Und da oben steht zum Beispiel noch ein Titel von vorher drin, weil er sich das gemerkt hat von den Demos, was halt als letztes war. Man kann jetzt sagen, set title. Und man merkt, da passiert überhaupt nichts, wenn ich das mache. Was daran liegt, dass es immer erst nur eine Beschreibung ist. Ich würde gerne was plotten wollen und mit einem Gitter und einem Titel und so. Aber es wird erst dargestellt, wenn man entweder wieder das Plot-Kommando macht. Für das nächste Plot wird wieder was ausgegeben. Dann ist das Gitter da und der Titel und alles, was man sich so vorher definiert hat. Ich würde es gerne, wie auch immer, dargestellt haben. Mehr Beispiele kommen. Oder, jetzt muss ich wieder, jetzt kann man zum Beispiel auch, set gutes Diagramm sagt auch immer, was die X-Achse denn so zu bedeuten hat, vielleicht sogar noch mit Einheiten. Und dann kann man sagen, replot. Ich muss nicht immer das gleiche Plot-Kommando nochmal eingeben, sondern das, was du vorher schon mal geplottet hast, plotz doch einmal nochmal und mach dieses Label an die X-Achse. Man kann genauso sagen, set Y-Label. Und dann wieder Replot zum Gucken, so sieht das aus. Ja, man kann immer irgendwas beschreiben und sagen, jetzt will ich das andere Parameter, noch was dazu, wir was mit den Daten machen. Und so langsam wird es ein schönes Bild, was einen guten Titel hat. Und hier stehen jetzt immer erstmal noch die Funktionen drin. Na, Sinus von x und sowas ist eigentlich relativ klar, das lässt sich lesen. Man kann denen dann aber auch immer noch mal jedes Mal einen eigenen Titel für die Legende geben und da irgendeinen Text reinschreiben. Texte müsst ihr euch selber ausdenken und könnt ihr bei dem Sinus genauso. Einfach nur Sinus hinschreiben, nicht wie das da Sinus von x und sonst irgendwas. In Knublot darf man so ziemlich alles abkürzen, solange es eindeutig bleibt und solange Knublot mich noch versteht. Da reicht das, also für den Titel reicht ein T.
Ob ich bei Plot das T weglassen darf, weiß ich gar nicht. Bei Replot reicht Rep. Merkt man jetzt nicht, solange man nicht irgendwas ändert. Müsste ich jetzt also zum Beispiel den Sinus. Achso. Wenn ich das mache, dann wird es ja sofort dargestellt. Da hilft mir das nichts. Ja, dann ist es sofort da. Wenn ich hier mein 2. Ah! Nichts passiert, wenn ich jetzt sage Replot. Dann kommt mein zweiter Titel hier drauf. Und so kann man sich langsam ranhängeln und sagen, ey, jetzt ist es ein gut, also das ist Teil 1. Ich will eine gute Grafik haben und das vielleicht aus den Daten rausholen, was geht. Jetzt gibt es zwei Sachen, die dann wichtig sind. Erstens möchte ich das jetzt irgendwie beim nächsten Mal nicht nochmal machen müssen, die gleiche Arbeit, und wieder überlegen, welche Kommandos waren das. Ich möchte jetzt einfach diese Kommandosequenz abspeichern und vielleicht am nächsten Tag mit den gleichen Messdaten, mit den neuen Börsenkursen, mit was auch immer, meinen Benzinpreisen, die ich mal im Vortrag gehalten habe, wieder abspeichern. Und ich möchte jetzt von dem vielleicht noch was abspeichern, auf die Webseite tun, einen Ausdruck machen, solche Sachen. Und bevor irgendwas schief geht, ist Abspeichern immer ganz wichtig. Und da sagt man halt safe, muss man sich irgendwas ausdenken, wie man das heißen würde. Demo 1 ist durch ein valider Dateiname. Also ich habe mir angewöhnt, sowas immer .gp, Schnuplot zu nennen. Wie gesagt, Demo spielt überhaupt keine Rolle. Man muss den Dateiname eval angeben. Es gibt keine Default-Extension. Und mehr ist es dann gp1 für den ersten Plot zu dem Thema und gp2, gp3 und dann. So habe ich manchmal mehrere Plots zu einer Messung oder irgend sowas oder zu ja, Ölpreisen, keine Ahnung was. Kenne Permission Denied. Wenn man guckt, PWD, wo bin ich? Ich bin noch in dem Demo-Verzeichnis. Das ist natürlich irgendwie blöd, weil in dem Demo-Verzeichnis darf natürlich nicht jeder schreiben. Also sollten wir mal zurück. Und wichtig für Strings ist immer, sie müssen in Gänsefüßchen sein. Dann gehen wir wieder mal in irgendein Frostcon-Irgendwas-Verzeichnis, da darf ich. Wer genau hingeguckt hat, an ein paar Stellen habe ich mir schon ein bisschen geschummelt, von wegen, man muss immer alles in Strings machen. Ich sehe es gerade selber nicht. Manchmal ging so ein String-Gänsefüßchen auf, aber nicht zu. Weil wenn ich Return drücke und so ein String noch offen ist, ja, dann wird er dann schon aufhalten. Das hat tatsächlich funktioniert und ich kann auch jetzt bei dem Save. Kann ich das Gänsefüßchen zumachen, ich kann es auch bleiben lassen. Ich kann jetzt zum Beispiel mit gucken, was jetzt in meinem Verzeichnis so alles rumliegt und hätte jetzt tatsächlich eine Datei Demo 1 GP1 angelegt und jetzt kann ich aus Knoblauch rausgehen. Es wurde Abend, es wurde Morgen, irgendwie am nächsten Tag will ich das irgendwie wieder machen. Ich gehe in Knoblauch rein und brauche dann bloß noch, so ähnlich wie vorher bei den Demos, load die. Auch hier gibt es File Name Completion, wenn Knoblot richtig übersetzt ist. Wenn Knoblot nicht richtig. Ah, ich bin auch noch in dem Demo-Verzeichnis, wo ich natürlich nicht mehr hingehöre. Das heißt, ich sollte jetzt auch mit der Shell hier wieder einmal ins richtige Verzeichnis wechseln. Da gehöre ich hin. So. Also Knoblot. Jetzt bin ich in meinem schönen Vortragsverzeichnis, wo nicht so viel Müll rumliegt. Und dann DE Tab und dann wird er. Rest vom Dateinamen ergänzt, sogar mit Gänsefüßchen zu, weil es nur einen gibt. Return drücken. Erschreckend lang drüber nachdenken. Und dann habe ich genau die gleiche Grafik mit dem gleichen Ausschnitt und sonst das wieder abgespeichert. Die Abspeicherdatei ist auch, war für mich zumindest immer ein wahnsinnig hilfreicher Lerninhalt, weil wenn man da jetzt reinguckt, was da eigentlich abgespeichert wurde. Dann erstmal ganz viel Kommentar von welcher Knoblot-Version. Das ist genau das, was das Knoblot beim Starten gesagt hat. Auch hier könnte man nochmal nachlesen, wie das mit der Demo eigentlich funktioniert hat. Zu den beiden Kommentarzeilen gleich mehr. Und jetzt kommen ganz, ganz, ganz viele Kommandos, die wir alle noch nicht kennen. Set dieses, Set jenes. Ich habe vorher mal Set grid gemacht. Das wird hier irgendwie auch drin stehen. Set, wenn man es richtig schreibt. Set grid, sogar no polar. Weil es irgendwie kartesisch ist und Z-Grid dieses und Z-Grid noch was, da kann man offensichtlich auch schon ganz, ganz viele Parameter stellen. Jede Menge Zeugs und ganz, ganz am Ende, immer das letzte in so einer Datei ist wirklich das Plot-Kommando, das dann gemacht wurde.
Plot Sinus von X mit Titel und sonst irgendwas. Und wenn ich die mit Load jetzt reinlasse, dann werden alle die Settings wieder gemacht und irgendwo steht irgendwo auch Titel. Mal gucken. Also hier einmal, wo ich das im Titel eingegeben habe. Und dann merkt man, gibt es mehrere Set-Titel, mein zweiter Titel. Und offensichtlich kann ich da noch einen Font für angeben und irgendwas mit Rotate machen. Und was ich manchmal ganz hilfreich fand, ist jetzt tatsächlich mal diese ganze Datei durchlesen und gucken, was gibt es denn an Kommandos überhaupt. Man hätte sich natürlich auch die Doku durchlesen können, aber das ist erstmal kürzer. Oder wenn was Spezielle, wenn jetzt da irgendwo halt ein Text auftaucht, wo kommt denn der Text her? Ja, und das sind tatsächlich alle Kommandos komplett, die GNUBLOT 5.0 kann. Und das wird alles schön brav abgespeichert. Da hinten sind noch Sachen drin, die im GNUBLOT drin waren von der letzten Demo. Ja, also hier Funktionsfits, da kommen wir nachher hin mit irgendwelchen Funktionen und sowas. Das ist aber jetzt nur abgespeichert worden, weil das im GNUBLOT halt noch gesetzt war, weil ich vorher diese Demos geladen habe. Das heißt, wenn man aus GNUBLOT wirklich mal wieder komplett rausgeht und reingeht und das jetzt so abspeichern würde, gibt es keine GNUBLOT-Functions mit A mal 1001 irgendwas. Das muss man sich erstmal zunächst mal selber definieren. Aber abspeichern, dann kann man es wieder verwenden und auch mal nachgucken, was da alles Schlaues drinsteht und was es vielleicht noch an tollen Parametern gibt, um seinem Wunschplot noch näher zu kommen. Und der zweite oder der dritte Teil so in diesem GNUBLOT-Dreisprung ist, jetzt möchte man noch einen schönen Output haben für die Ewigkeit Ausdruck Webseite. Dazu lade ich es jetzt nicht nochmal, damit der ganze Schrott nicht nochmal reinkommt. Dann nehmen wir jetzt nur dieses Plot-Kommando aus der Datei nochmal. Da steht ja eigentlich das meiste drin. Und statt jetzt hier in der Gegend rum zu mausen, kann man auch jederzeit hergehen, wie man dann in der Datei sieht. Es gibt ein Kommando set x range. Da kann man sagen, zeig mir doch bitte mal den x-Bereich von minus 1,5 bis plus 1,5 an. Doppelpunkt hier dahin. Ah, sagt einem Doppelpunkt or Keyword A2 könnte ich auch schreiben. Doppelpunkt ist viel kürzer. Jetzt habe ich irgendeinen neuen Parameter gesetzt, dann muss ich wieder Replot sagen. Und jetzt zeigt er mir das nur noch von minus 1,5 bis plus 1,5 an. Die Höhen werden immer noch automatisch angepasst. Das sieht ganz hübsch aus. Von dem Sinus erahnt man jetzt nicht so richtig viel, aber das ist ja, sieht es so schöner aus. Ja, ist eine Demo. Sagen wir, okay, das ist jetzt ein schönes Beispiel, dann speichern wir das auch nochmal ab. Das ist die gleiche Funktion, aber neuer Plot, nennen wir es mal irgendwie so. Dann haben wir es mal dokumentiert und jetzt werde ich da gerne einen schönen Ausdruck. Und Ausdruck ist das wichtige Kommando set terminal. Ah, nochmal. Wenn man genau hingeguckt hat, hat er einem beim Starten noch ein bisschen was anderes Wichtiges gesagt. Er hat hier gesagt, Terminal Type is set to Qt. Dieses Fenster, das hier kam, ist irgendein Qt-Programm. Und da gibt es drei verschiedene Varianten, wenn alles mit rein übersetzt wurde. Ist Qt macht diese Art von Grafik, WXT ist ein anderes Widget-Set, oder X11. Die sehen immer ein bisschen ähnlich aus. X11 hat gar keine so Knöpfe oben dran. Die Grafik innen drin ist immer mehr oder weniger gleich. Aber das wichtige Stichwort ist, das ist ein Terminal, ein Ausgabegerät. Und man kann einmal gucken, was es genau ist, ist mit Show Terminal. Irgendwas abkürzen, da sagt einem auch nochmal, ah, es ist Qt mit irgendeinem Font, sonst wahrscheinlich 9 Point oder sowas. Manche von den GNUBLOT-Kommandos, das ist auch so ein Standard, der an manchen Stellen durchgehalten wird, kann man auch mit Set Terminal. Jetzt müsste ich sagen, ich hätte gern dies oder jenes Terminal, wenn ich es gar nicht weiß, dann ist er manchmal total nett und sagt, ah, da fehlt ja noch was, aber die verfügbaren Terminal-Typen sind, und jetzt kommt eine riesenlange Liste, und man ist in so einem Less oder More drin, und kann jetzt mit Space und Up und Page Down und sowas hoch und runter scrollen. Das sind die ganzen Ausgabegeräte, Dateitypen, sonst irgendwas, die gehen. Also das eine, was wir gerade schon einfach farbig genannt haben, Set Terminal Qt oder Set Terminal X11 oder WXT, das sind so grafische Ausgaben, gibt noch ein paar mehr, die irgendwas machen. Ein paar zeige ich vielleicht nachher nochmal. Und dann gibt es zum Beispiel Set Terminal, auch die darf man abkürzen. Man muss nicht wissen, dass das PDF Cairo hat. Wenn man sagt Set Terminal PDF, dann reicht es, dann macht er PDF. Set Terminal PostScript, dann macht er eine PostScript-Datei. Für Textsatz, Leute, kann man direkt LaTeX-Code und PS-Tricks und sonst irgendwas ausgeben. Also da mal reingucken. Es gibt noch
für 24 Nadel Epson-Drucker, so aus dem letzten Jahrtausend, Sachen, wo man dann direkt drucken kann und Tintenpinkel und sonst noch irgendwas. Kochel. Irgendwas für Kochel, das habe ich noch nie probiert. Und, Canvas, das war das, was auf der Webseite da gerade demonstriert wurde. Und meine Sachen, die ich so im Wesentlichen brauche zum Ausgeben, aber auch dann, um in Tech in den Dokument, Diplomarbeit, sonst was anzubieten, ist eigentlich immer, ich mache Postscript-Dateien. Das heißt, Z-Terminal Postscript ist eindeutig genug. Wenn ich dann Return drücke, dann sage ich, Postscript. Ja. Wenn ich nur P mache, dann sagt er wahrscheinlich, ist unknown, kenne ich nicht, weil es nicht eindeutig genug ist. PO, weiß ich gar nicht. Hätte auch gereicht. Für die Tippfolgen, die drei Buchstaben sind da gar nicht notwendig. Z-Terminal Postscript. Jetzt habe ich mir ein neues Ausgabegerät definiert. Wenn ich jetzt sage Replot, mach das einfach nochmal. Dann kommt hier der ganze Postscript-Code raus. Also, wer noch nie Postscript gesehen hat, so sieht es dann irgendwie aus. Ganz oben kommt da so Gartenzorn, Prozent, Ausrufezeichen, irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich so weit hochscrollen kann. Na, ist zu viel Postscript. Hier sucht er sich gerade ein Helvetica-Font für irgendeine Beschriftung und ganz hinten kommt dann immer irgendwie End und Showpage. Showpage macht, gibt die Seite auf dem Drucker aus. Weil, wenn ich jetzt das in der Datei haben möchte, muss ich ihm auch noch sagen, wohin er das Output muss. Deswegen ist das zweite wichtige Kommando und neben so einem Set Terminal, ich hätte gern jetzt eine PDF, JPEG, irgendwas Datei, muss man auch sagen, und tu den Output doch jetzt bitte mal in zum Beispiel jetzt demo1.ps oder noch besser gp2, weil das ist jetzt das, was wir gerade haben, und mach da die ps-Datei dazu. Und wenn ich jetzt Replot sage, passiert einfach gar nichts. Jetzt hat er es in die Datei reingeschrieben. Allerdings ist es jetzt so, wenn man das eine Weile macht, in der Datei steht noch nicht, die ist noch nicht richtig fertig, weil es könnte jetzt sein, ich mache noch ein Plot-Kommando und noch eins, dann tut er die Druckseite 2 in die Postscript- oder PDF-Datei und noch eine reinmachen. In PNGs kann man ja, glaube ich, auch mehrere Bilder hintereinander haben. In manchen Dateiformaten geht das nicht. Aber ich könnte jetzt mehrere Seiten machen. Was würde ich... Ich könnte jetzt sagen X-Range. Jetzt hätte ich gern doch wieder den X-Range von minus 2 bis 2 als zweite Seite. Das heißt, ich stelle jetzt einen zweiten X-Range ein und sage einfach nochmal Replot. Dann läuft es auch noch in die Datei. Und jetzt muss ich entweder wieder zurückwechseln. Jetzt kann ich entweder sagen, okay, Set Terminal des QT, was ich vorhatte. Ich hätte jetzt gerne wieder Grafik auf dem Bildschirm, Variante 1. Oder die Variante 2, was ich könnte jetzt sagen, Unset Output. Ich möchte nicht länger in diese Datei reinschreiben, sondern dann bin ich zwar immer noch beim Postscript, aber nicht mehr in die Datei. Beides sorgt dafür, dass zumindest die Datei, die er jetzt gerade gemacht hat, zu Ende geschrieben wird. Also das eine oder das andere sagt, ich will jetzt woanders hin ausgeben oder ich mache jetzt wieder Ausgabe auf dem Bildschirm. Und damit ist die Datei hier fertig. Das heißt, man kann mal gucken und da sind jetzt irgendwie 50 Kilobyte irgendwas. Wenn wir die mit irgendeinem Postscript-Viewer angucken, dann sieht es so aus. Hier zeigt er, es sind zwei Seiten. Das ist Seite 1 und das ist die Seite 2 mit dem Range von minus 2 bis plus 2. Allerdings ist alles schwarz-weiß. So wie auch Bild auf dem Bildschirm sah das noch so schön bunt aus und hier kommt das alles schwarz-weiß raus. Wenn man genau hinguckt, manchmal redet das Knublot mit einem und will einem tatsächlich was sagen, wenn man bloß zuhören würde. Hier steht drin, was ich mit Z-Terminal Postscript so bekommen habe. Er sagt, das ist Landscape, ja, hat funktioniert, Enhanced. Das hat damit zu tun, es gibt einen Enhanced-Mode in den Ausgabetreibern. Den braucht man, um griechische Sonderzeichen, alle möglichen speziellen mathematischen Zeichen, Exponentialdarstellung, so für x-Quadrat kann man, gibt es irgendwelche Kommandos, muss man in der Doku nachgucken, ich suche mich da auch, oder ein Grad Celsius und solche Sachen gibt es dann. Und wenn man im Enhanced-Modus ist, gibt es irgendeine spezielle ASCII-Umschrift, mach mir da mal ein Grad Celsius hin und solche Sachen. Dafür Enhanced. Defaultplex, keine Ahnung, aber wo ich hin will, Monochrom. Er hat gesagt, das ist alles Monochrom, deswegen ist jetzt alles schwarz. Das liegt an dem Postscript-Treiber. Der hatte so als der Programmierer fand das eine gute Idee, als Default zu machen, weil früher die Postscript-Drucker mal lang schwarz-weiß waren. Und deswegen kann man da noch mehr Parameter angeben. Alles, was irgendwie Dashlength 1,0, dann kann man irgendwelche Stricheleien sonst was angeben. Man kann offensichtlich auch eine Schriftart wählen mit Helvetica 14 Point, was immer das Font Scale genau macht. Das Wichtige ist, finde ich, Postscript Color. Und was mir hier nicht so, hier
Dash lenkt, das wird noch irgendwie gestrichelt. Er versucht manchmal die Linien, warum hier nicht, hat sich mir nie erschlossen. Früher waren die dann immer, weil es mehrere Linien sind und ich die auseinanderhalten möchte, verschieden gestrichelt. Und um das, wenn ja jetzt aber die Farbe mein Erkennungszeichen ist, können wir mal Solid, und ich will auf jeden Fall Solid durchgehende Linien, nichts gestricheltes und getupfteltes und sonst was haben wir das eigentlich machen würde. Das darf man alles auch ein bisschen abkürzen mit Col Sol, das ist so mein Set-Terminal, Col Sol, das ist bei mir im Rückenmark drin. Darf man einfach mal ausschreiben. So, und wenn man das dann wieder macht und Set-Terminal Output, das ist relativ praktisch, so mit Ctrl-R in der Kommandozeilenhistorie, so ähnlich wie auf der Shell, auch hier. Das meiste habe ich ja schon mal getippt mit Z-Output, dann letztes Kommando zurückholen, ein bisschen editieren. Jetzt machen wir mal Script Variante 2, Replot. Dann will ich wieder nach QT zurück, Ctrl-R, QT. Dann kann ich hier wieder noch einen Replot sagen, dann sehe ich es auf dem Bildschirm. Und dann kann ich wieder angucken, was hier jetzt gerade produziert wurde. Mal gucken, wie die PostScript-Datei rauskommt. Ah, bunt. Also bei dem PostScript-Treiber muss man eben angeben, ich hätte es gern in Color, weil das früher mal anders war. Und wie gesagt, da kann man sich jetzt mal austoben und einfach ein bisschen probieren, Set-Terminal, wenn man Set-Terminal-PDF macht. Wenn ich jetzt wieder Replot mache, dann kriege ich den Binärmüll von PDF. Das liest sich nicht so schön auf dem Bildschirm. Das sollte man hier machen. Machen wir hier PDF, Replot, zurück nach QT. Und dann kann man sich die PDF-Datei auch wieder angucken. Sieht so ähnlich aus. Das Abbildungsverhältnis, auch die Papiergröße und sowas ist ein bisschen anders. Das PostScript macht defaultmäßig einen A4-Blot. Das lässt sich schön ausdrucken. Ist halt irgendwie mehr von Drucker gedacht. Hier kommt irgendwas raus mit 5x3 Inch. Wenn man das ausdruckt, hat man einen riesen... Kann ich das jetzt zeigen? Ah. Wie kriege ich so ein Acrobat wieder hin? Weiß ich nicht. Aber in GV kann man das machen. Ne? Ja, der Ghost View zeigt das defaultmäßig auch an, aber da kann ich. Doch, hier. Sagen, zeigt mir es doch bitte mal auf A4 an. Ups. Und der Ausdruck würde jetzt auf A4 so aussehen. Also für einen Ausdruck lieber das PostScript-Ding nehmen oder man muss dann tatsächlich dem Terminal, er hat es uns vorher auch irgendwo gesagt, wenn man wieder guckt, Set Terminal PDF, dann sagt er hier tatsächlich Size 5 Inch mal 3 Inch. Das heißt, ich könnte jetzt natürlich hier auch sagen, Size 29,7 Zentimeter, 21,0 Zentimeter. Das müsste wahrscheinlich auch gehen, hoffe ich mal. Mhm. Und dann machen wir nochmal einen Output und dann ist es auch wieder auf, aber das ist natürlich relativ mühsam. Das soll, also die PDF-Tools legen manchmal wieder Wert drauf, dass das Ding auch wirklich PDF heißt. Deswegen nenne ich das jetzt vielleicht mal Punkt 2.PDF. Und wieder zurück, dass die Datei fertig ist. Mal gucken, ob das jetzt wirklich besser wird. Ghost View. Sieht mal zumindest so A4-mäßig aus. Ja, ganz gut. Wobei ich jetzt eben nur das Blatt, die Ausdruckgröße gemacht habe. Er hat aber die Schriftgröße nicht automatisch skaliert. Und wenn ich das jetzt ausdrucke, fällt hier schon auf, dann ist wahrscheinlich die Beschriftung zu klein. Das heißt, ich muss jetzt die Beschriftung anpassen. Das für PostScript ist defaultmäßig schon schön gemacht für A4 zum Ausdrucken sonst was machen. Und wenn man das runter verkleinert, passt meistens auch noch. Sonst kann man sich ganz viele tolle Parameter einstellen. Ja? Ja? Also die Frage war PostScript, zu Ende? Dann will ich losgehen nochmal. Ah, die Frage, PostScript ist auch eine Vektorgrafik, das sah so gepixelt aus. Gehen wir nochmal zurück zum PostScript. Das liegt dann einfach nur an dem Darstellungstool. Wie heißt es? gp2.ps2 zum Beispiel. Das war der, der bunt ist. Also mein, hier sieht man zwar noch die Treppenstufen, aber ich kann hier irgendwie auch reinzoomen. Wie mache ich hier Zoom? So, und sagen, zoom mal um den Faktor 64 rein. Ja, das sind immer noch die Pixel, er macht kein Anti-Aliasing und da merkt man so ein ganz kleines bisschen, dass die Auflösung in den Nummern nicht ganz perfekt ist. Aber das Schöne, deswegen mache ich so PostScript-Grafik, dass wirklich die Linienqualität, das ist jetzt mir einfach meine 800 Pixel Höhenauflösung, die ich hier habe.
Ja, wenn ich das jetzt hier rauszoome, also so gut wie es irgendwie geht, das liegt jetzt an Bildschirmauflösung und den Sachen, aber und dem Ghost View, aber nicht an der Qualität von GhostScript oder sowas. Na, zunächst mal tut er das schon neu rendern, der Ghost View. Der tut nicht bloß reinzoomen. Wenn ich das in Faktor 64, also die Frage wäre gewesen oder Kommentar, da hätte ich nur die Pixel erst ein Fensterchen aufmachen und nicht aus dem Fenster rauslaufen, Telespiel. Aber wenn man das jetzt vergleicht, ja, dessen nicht die paar Pixel hier am Faktor 64 vergrößert. Das ist. Na, er rendert es wirklich nochmal neu. Also wenn man guckt, was der Ghost jetzt macht, der ruft ein Ghost-Skript auf, rendert den mit einer anderen Auflösung. Man kann das auch auf der Kommandozeile mit Resolution machen. Das gleiche ist auch mit dem Acrobat-Reader, können wir den mal aufrufen. Achso, den haben wir ja eigentlich noch. Das ist ja eh noch offen. Auch hier kann ich dann natürlich reinzoomen und gucken, und wie schön und gut es wird. Ja, wenn da merkt man jetzt, da ist jetzt hier irgendwo ein Datenpunkt, das kommen wir jetzt nachher gleich dazu. Also dass das so rumwellt, weil ich nicht mehr Punkte habe. Der malt halt mal, da ist offensichtlich ein Messpunkt und da der nächste. Und dann geht es mal entweder hoch oder bleibt auch mal gleich. Das hat jetzt einfach nur mit der Anzahl der Datenpunkte und sowas zu tun. Aber in erster Näherung ist das mal eine schöne glatte Linie hier. Weil wenn ich da jetzt einen Faktor 64 reinzoome, dann sehe ich da so einen Hauch von Welligkeit. Aber das liegt jetzt nicht an PDF oder PostScript oder sowas. So. Soweit zur Ausgabe, abspeichern, also irgendwie was machen mit allen möglichen Kommandos. Das war jetzt das Beispiel mit Sinus, Cosinus oder irgendwas in Funktionen. Und jetzt wollen wir ein bisschen gucken, was geht mit Zahlen. Da. Einmal raus. Da habe ich mal ein paar Beispiele vorbereitet. Das erste, das hatten wir letztes Mal auch schon, aber da geht es eigentlich ganz schön mit los. Das war irgendwie, da habe ich Zahlen im Internet gefunden, die sahen damals so aus. Und wenn Harald Zahlen sieht und ich weiß, was das ist, dann guckt man sich die halt mal an. Ja, dann sagt man, zwei Zahlen, das hat was wohl mit X- und Y-Koordinate zu tun. Und jetzt statt dem Plot zu sagen, plot doch mal den Sinus oder so, plot doch halt mal die Datei. Und wenn da jetzt zwei Zahlen drin stehen, dann im GNU-Plot defaultmäßig, dann hat es zwei Zahlen, dann ist das erst die X-Koordinate und das zweite die Y-Koordinate und dann werden die einfach mit einer Linie verbunden. Wenn nur eine Zahl drin steht, dann wird es einfach über X geplottet. Können wir clever machen. So. Und das Beispiel war dann, mehr oder weniger bekanntes. Wer hätte es gedacht? Bloß ist der arme Kerl irgendwie so ein bisschen Seitenlage. Kurz nochmal zeigen, wie das aussieht. Also, hat i. irgendwas, die ersten paar Zeilen. X-Koordinate, Y-Koordinate und er nimmt die erste Spalte für X, die zweite für Y und jetzt kann man hier sagen, using, jetzt nimm mal bitte die zweite Spalte für X. Man kann jetzt angeben, für die einzelnen Koordinaten kommt vielleicht nochmal was dazu. Man kann sagen, die X-Koordinate, die erste Koordinate soll die Spalte 2 sein, die zweite Spalte soll die Y-Koordinate sein. Wenn ich 3D-Plots mache, was wir vorher mal gesehen haben, werde ich kein Beispiel für machen, dann muss man halt 3 Spaltennummern angeben für X, Y, Z. Es gibt dann auch noch so Sachen mit Fehlerbalken. Man kann jetzt sagen, das ist mein Messwert und Fehlerbalken, also plus, minus so und so viel. Ja, dann hat man so seine X-Koordinate und Y-Koordinate. Gibt eine dritte Spalte für manche von diesen Plot-Kommandos, Plot, Error, Diagramm, sonst irgendwas. Auch kein Beispiel da dafür. Dann wird man noch eine Spalte eingeben. Nimm die dritte Spalte für den Fehler oder die dritte Spalte für den Plusfehler, die vierte Spalte für den Minusfehler. Das bei den Beispielen dann immer mit dabei. Also gibt's, da sagt man halt jetzt für die einzelnen Parameter, wenn ich das jetzt umdrehe, nehme mal die zweite Spalte für X und die erste für Y, dann sieht es schon viel besser aus. Und hier ist jetzt immer noch so, ich kann an meinem Fenster und den Sachen erstmal so rumzupfen, wie ich will. Und er tut es halt immer irgendwie anpassen, dass das da mal reinpasst. Und er nimmt sich jetzt defaultmäßig immer erst einfach, guckt nach, was ist das für ein X-Bereich, was ist das für ein Y-Bereich und malt dann die ganze Datei da rein. Und so ähnlich wie das vorher bei den Sinus-Sachen auch schon war, kann ich jetzt wieder die Maus nehmen, rechte Maustaste aufziehen und dann wird er irgendwie reingezoomt. Und wenn ich da halt irgendwie so ganz Scheps reinzoome, dann wird es entsprechend auch verzerrt. Und wenn ich jetzt wieder zurück möchte, kann ich entweder, wenn ich das jetzt nur noch mal plotte, dann merkt er sich trotzdem, ich will jetzt den Ausschnitt gesehen haben, ich könnte jetzt noch mehr Daten dazu oder sonst was haben. Oder ich könnte ihm jetzt hier zum Beispiel sagen, Line Color 3. Woher die Farbnummern kommen? 3, Rot, Grün, Blau sind 1, 2, 3 meistens. Wenn man jetzt wieder zurück möchte, sind entweder diese Knöpfchen hier oben ganz nützlich.
plus, minus. Minus heißt einen Zoom-Schritt zurück und plus wieder vor. Die Zoom-Stufen, die ich vorher hatte, das ist wirklich so eine schrittweise, so wie ich vorher raus und reingezoomt habe. Das Gleiche geht aber auch ohne Maus. Man kann einfach, wenn man N für nächste Zoom-Stufe, P previous für 1 zurück, das heißt, wenn man irgendwo so reinzoomt und sagt, schau mir ins Auge, Kleider, dann kann ich mit P wieder 1 zurück. Und wenn ich das in vielen Etappen mache und nochmal zoom und nochmal zoom und das dann wenn ich bloß noch ein paar Kanten sage, dann kann ich also mit P schrittweise zurück, mit Next Schritt wieder vor oder U für anzoomen, dann bin ich wieder plopp und sehe alles. Dann wird einfach alles dargestellt, was in der Datei an XY-Koordinaten so drin ist. Und damit kann man sich so ein bisschen Details angucken zu irgendwelchen... Kann man auch scrollen. Ich glaube nicht mit der Maus, aber mit den Cursor-Tasten habe ich dann irgendwann überrascht festgestellt. Mit Cursor-Taste nach unten, oben, links, rechts. Wie man da automatisch zentriert, weiß ich nicht. Kann man U anzoomen? Ah, okay. Also ich schiebe das irgendwie weg und wenn ich U für anzoomen mache, dann macht es plopp und es ist einfach wieder egal, wie ich rein- oder rauszoomen. Ich könnte jetzt auch noch weiter rauszoomen. Irgendwie weiß ich jetzt nicht, wie das geht. Dann kann es immer kleiner werden. Man kann so ein X-Range eingeben. Zeig mir mal von minus 1000 bis plus 1000. Ja, Set X-Range 0 bis, also minus 1000 bis, hat er gesagt, Doppelpunkt soll man nehmen, bis plus 1000. Wenn ich das mache, jetzt ist man nur für X minus 1000. Y hat er immer noch so die optimalen Werte. Jetzt kann ich sagen, okay, mach das Ganze für Y auch nochmal. Ja, jetzt habe ich da so quadratisch plus minus 1000 oder sowas und der arme Pinguin ist da, kann man auf quadratisch schubsen und da ist der Pinguin jetzt bloß noch relativ klein irgendwo in der Ecke drin und er sieht so etwas streuselig aus. Das streuselig Aussehen liegt daran, was mein Default-Darstellungsmodus ist. Bei dem Sinus war das immer so eine schöne, glatte, durchgehende Linie. Und wenn ihr Gnuplot defaultmäßig startet, dann ist das auch so. Set Data Style, dann werden die mit einer Linie verbunden. Das wird Set, dann andersrum, Style. Die beiden Keywords waren vor Jahren mal vertauscht. Da hieß es genau andersrum. Normalerweise kommt er erstmal so daher. Dann malt er wirklich zwischen den einzelnen Datenpunkten nur Linien. Wenn es jetzt Messwerte irgendwas sind und dann kann man gucken, wo sind wirklich meine echten Datenwerte. Und deswegen kann man da zum Beispiel sagen, mach Linien und Punkte, Lines, Points und Replot. Lines, Points. Das schreibt man nie aus. Es gibt nämlich eine Abkürzung dafür, LP. Aber man kann es irgendwie lang schreiben, fragt mich nicht wie. Und Line, da fehlt jetzt Linien und Punkte, 2S. Dann findet das auch gut oder einfach LP. Ich glaube, auch L für Line reicht oder P für Point reicht. Ja, und was er dann macht, er verbindet tatsächlich immer die einzelnen Datenpunkte, XY-Koordinaten mit einer Linie und macht an jeder einzelnen Stelle so ein Kreuzchen. Dann sieht man einfach, wie dicht so Linien sind. Ja, weil das sehe ich so einer Linie nicht mehr an, wie hoch die Qualität, wie viele Punkte ist, wie schön glatt das läuft. Und für sowas ist es natürlich ganz praktisch. Und andersrum ist natürlich, wenn ich das so mache. Wenn ich dann nur die Linien mache, dann ist der Tux wieder schön zu erkennen. Und wenn ich nur die Punkte mache, dann sieht er genauso pelzig aus, wie er das vorher schon war. Es gibt noch eine Variante, die mal ganz interessant sein kann. D für Dots. Mach einfach nur Punkt, ein einzelnes Pixel hin. Das geht hier sogar noch einigermaßen, ein bisschen, wenn man ganz genau guckt. Oh, bei euch sind die Pixel dicker. Ich sehe hier oben rum schon fast gar nichts mehr. Wobei das natürlich immer dünner wird, wenn ich reinzoome. Ja. Wenn man sehr viele Punkte hat, so Scatterplots und sowas, dann kann das wieder total nett sein, ja, weil das dann weniger stört, wenn da jetzt eine Million Punkte mehr geplottet wird, dann will ich dann nämlich dicke Kreuze malen, das braucht lang und macht viel zu viel Tinte und bleibt nichts, aber dann sind so kleine Punkte eventuell ganz hübsch und passend. Ja, merkt man dann hier schon in der Dichte. Muss man immer wissen, was gescheit passt oder einfach wieder Zaglinien. Und für den X-Range kann man auch sagen Z-Auto, gerne abgekürzt Z-Au. Dann ist genau der X-Range und Y-Range, was ich reingezoomt habe, das ist so ähnlich wie hier ein Anzoom sagen. Aber wenn ich eben hier sage, mach mal Set X-Range von irgendwas bis irgendwas und plotte das, dann
habe ich gesagt, ich will die Auflösung haben, dann hilft mir das auch nicht, hier in dem Terminal, in der Grafik U für Anzoom zu sagen, weil ich gar nicht reingezoomt habe. Da könnte ich jetzt hier irgendwie immer noch reinzoomen und sagen, ich will gerne nur den Teil vom Tux oder so sehen. Ja. Das ist ein Zoom und mit dem kann ich auch zurückzoomen, anzoomen. Aber das sind immer noch die minus 1000 bis plus 1000. Die kann ich dann nicht im Grafikfenster, sondern hier wieder so mit Unset X-Range. Ups. Unset X-Range. Oder wirklich Set Auto. Und den wieder weg. Wir würden dann so das Gleiche machen. Dann zeigt man wieder alles an. Da gibt es jede Menge Sachen, so ein bisschen gestalten. Und da kommt dann, wenn es jetzt wirklich Grafik sind, wieder X-Label, Y-Label hier oben mal wirklich erklären, was ist denn die Spalte 2 und 1 und irgendwas, wenn es Messdaten sind, kommen wir noch hin. Jetzt muss ich wieder spicken gehen, plopp raus. Ich glaube, da habe ich nämlich in CSV schon mal vorbereitet. Wenn nicht, machen wir das sofort. Nein, habe ich nicht. Okay. Jetzt kommen wir noch zu der Frage, wie ist das mit den CSV-Komma-separierten Dateien, der Default, was ich mal so einfach unterstellt habe. Defaultmäßig liest Knublot so eine Datei ein und immer wenn ein Leerzeichen ist, ist es die nächste Spalte. Alles, was Leerzeichen trennt, ist Spalte 1, 2, 3, so viel wie halt da sind. Und ich kann, er nimmt die ersten für einen XY-Plot, die ersten zwei Spalten, für einen 3D-Plot, die ersten drei oder so viele Spalten, wie er braucht für dieses Diagramm darstellen. Es könnten noch X-Fehler nach oben, nach, nach unten, es gibt noch Y-Fehler nach links und rechts, dann braucht er schon vier extra Zahlen und dann kann man noch eine Zahl extra angeben für die Farbe und Doku lesen. Uns reichen die zwei. Aber manchmal kriegt man die Zahlen ja anders. Und dann machen wir das mal kurz selber. SV. Jetzt einfach die Leerzeichen durch Kommas ersetzt. Das ist das, was ja auch so Excel, keine Ahnung, ganz viel Komma separierte Dateien. Ach so, was ich da so immer ein bisschen noch nicht erwähnt hatte. Und muss man in der Originaldatei erst nochmal zeigen. Haben wir gesagt, naja, der malt die Zahlen alles so schön, wenn man jetzt hier guckt, irgendwo da ganz viele Koordinaten und Zahlen. Und irgendwo kommt dann tatsächlich mal eine Leerzeile. Und es ist so, immer wenn so eine Leerzeile drin ist, dann setzt er wirklich ab und tut die Koordinate nicht mit der verbinden. Deswegen habe ich da dann immer wieder neu angesetzt, sozusagen, da wird hier der Stift neu angesetzt. Das kann für solche, für Messdaten in aller Regel, wie ich einmal Spritpreise mache, ist das nicht wichtig, aber wenn ich halt mit einer Datei, einer Farbe viele Sachen hintereinander zeichnen möchte, dann fährt er hier nicht immer durch, sondern setzt wieder neu an. Sonst, wenn man das nicht machen würde, ja, kann man mal zeigen. Ja. Jetzt darf sich der Tux halt nochmal hinlegen, der Einfachheit halber. Weil das sieht eigentlich relativ hübsch aus. Ah, man kann auch so viele schöne Sachen machen. Wenn die Datei jetzt nicht genau in dem Format drin ist, wie man das haben möchte, dann kann man jetzt hierher gehen und sagen, mit kleiner, führe mal ein Kommando aus und tu nicht die Datei, sondern den Output von dem Kommando machen. Das Trivialbeispiel wäre, mach Cut Dateiname, gib also die ganze Datei aus und nimm den Output, dann passiert gar nichts, außer dass ich es kompliziert gemacht habe. Aber ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch sagen, mit AWK, print, gib mir mal erst die zweite Zahl aus, und dann die erste Zahl, irgend sowas. Dann habe ich ein Kommando, die tue die beiden Spalten vertauschen, gibt es aus. Dann muss ich nicht im Knublot sagen, ist natürlich auch wieder viel zu kompliziert. Aber, was so einfach im Knublot sonst nicht geht, ich kann jetzt sagen, such mir mal irgendeine Zahl, gib mal nur die Dateien aus, wo eine Ziffer drin ist. Ja, weil in den Leerzeilen geht gar keine Ziffer drin, aber man könnte auch sagen, gib mal nur Dateien aus, wo mindestens drei Zeichen drin sind. Erste Zahl, Leerzeichen, zweite Zahl und in den Leerzeilen steht nichts. Wenn ich das mache, ups, Grep, achso, da ist der Dateiname verloren gegangen. Sucht und gibt nur noch die Zeilen aus, wo mindestens drei Zeichen drin stehen. Moment, ja. Kommando, Grep, irgendwas, fertig. Dann ist jetzt, damit man es schöner sehen kann, sagen wir, using, ich tue mal Spalte 2 und 1 vertauschen. Und jetzt kommen hier so Spinnweben rein. Und das ist genau, da hat er halt hier oben angefangen, was zu malen. Und dann ist da unten die nächste Grafik und eine. Und dadurch, das sind jetzt die Verbindungslinien, die nicht gezeichnet werden, wo die Leerzeilen sind. So, aber jetzt wollten wir eigentlich CSV spielen. Dann gucken wir uns die Dateien an. Also jetzt habe ich einfach die Leerzeichen, die da drin waren, i.csv durch
Leerzeichen getrennt, da sind jetzt irgendwelche Kommas drin. Und wenn ich das jetzt versuche zu plotten, i.csv, dann sieht das so aus. Was jetzt passiert? Hat jemand eine Idee? Ja? Die Idee ist, hat es als Gleitkommazahl interpretiert. Wir gucken nochmal, Mensch, jetzt zeigen wir den Anfang. Könnte sogar vielleicht auch irgendwann passieren, dass es jetzt die Zahl 215,7 und sowas ist. Ah, okay, oh, können wir ausprobieren. Haha. Wenn man jetzt wissen möchte, was sind das für Werte, dann kann man jetzt hier tatsächlich mal reinzoomen. Ja? Dann können wir noch weiter reinzoomen und noch weiter reinzoomen. Und das kann man wirklich ganz toll weit machen, wenn man jetzt wissen möchte, was ein Messer hat. Und wir stellen fest, da ist wirklich genau 215 und nicht 215,75, weil defaultmäßig die Kommas Punkte sind, so der amerikanische Format. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich eine deutsche lokale Einstellung hätte, aber das müssen wir mal ausprobieren. Es ist nur 250, also das mit dem Komma, die Komma 75 verschwinden, weil einfach das Komma in einer guten amerikanischen, vielleicht auch Fließkommazahl, nichts zu suchen hat. Wenn ich dann Punkt gemacht hätte, jetzt machen wir genau das gleiche Spiel nochmal, ersetze mir die Leerzeichen durch Punkte. Können wir ja auch hier machen, jetzt haben wir gelernt, sowas geht, und vertausche das. Jetzt ist das verschwunden. Und wenn ich jetzt hier anzoome, ein paar Mal anzoome, ups. Hallo? Dann machen wir mal Set. Nein, das war, X, T, ja, das erste Kleiderzeichen bedeutet, führ ein Kommando aus. Dann tut er einfach die ganzen Rest als Kommandozeile ausführen. Und dann kriegt er solche, Sachen geliefert. Ja, da steht. Ja, nein. Und wenn wir den Anfang angucken, dann ist genau das, was ihr gerade vermutet. Jetzt müsste eigentlich 215,17. Moment, da stand aber noch was hinten dran. Hier. Da habe ich gesagt, nimm zwei Spalten, und jetzt ist das Problem, in der zweiten Spalte kommt gerade, er hatte sich beschwert, dass die X-Koordinate, wenn man nichts angibt hier, das war ja, damit es schön aufteilen sonst, was das klappt, wenn es zwei Spalten sind. Wenn man sagt, plot was ist, dann merkt man, oh, da kommt nur noch eine Zahl, dann gucke ich halt nur noch die eine Zahl an. Ja, und jetzt können wir das gleiche nochmal schön machen und hier reinzoomen, und da merkt man dann ganz schnell, jetzt ist es nicht mehr 215, sondern wirklich 215,75. Mit dem Dezimalpunkt, nicht mit dem Dezimalkomma. Wenn ich jetzt ein deutsches Lokali eingestellt habe, könnte Komma sein, weiß ich gar nicht. Will ich jetzt nicht rauskriegen. Zahlen haben Dezimalpunkte, ist einfach, war in Fortran schon so, wird so bleiben. Aber, jetzt wäre ich gerade dahin gekommen. Da kann man auch Punkt eingeben. So, also, wenn man das jetzt macht und so eine Datei hat, dann ist der erste Weg, den ich 10 Jahre lang beschritten habe, ist, ich mache mir ein Kommando und sage, ersetzt mir das Komma durch Leerzeichen in der Datei CSV. Das heißt, ich mache genau dieses Zeugs wieder rückgängig. Mache aus meiner CSV-Datei wieder irgendwas, was Leerzeichen hat, weil Knoblot möchte Leerzeichen haben. Und dann kann ich, habe ich meinen Tux wieder. Bis ich dann irgendwann bei einem, da habe ich angefangen, Knoblot-Vorträge zu halten, irgendjemand hat gesagt, da gibt es doch ein Kommando für. Und dann liest man sich die Doku durch oder mal kurz Help zeigen. Help. Wenn man nur Help macht, dann erklärt sich das Help selbst und bla und blub und irgendwas. Im Wesentlichen geht man meistens her und sagt Help irgendein Kommando. Man kann zum Beispiel sagen Help Plot. Und dann wird einem ganz, ganz viel zum Plot-Kommando erklärt. Plot Range, Plot Element. Plot Element ist sowas wie Dateiname oder Sinus oder und noch ein Plot Element und noch ein Plot Element. Oh. Wann sollen wir aufhören? Gerade einen Schreck gekriegt. Das ist aber trotzdem blöd. So. Und, wo ich das dann mal genannt habe, und zufällig, manchmal kann man so ein Stichwort eingeben, Help Separator, da kommt dann wirklich, man kann sagen, Set Data File Separator
sogar Komma oder irgendein Zeichen. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich hergehe und sage setData-File, die Kommas, weil sich jetzt noch zu merken, was wie geht, oder Tab oder sonst irgendwas, dann kann ich auch sagen, plotte mir doch bitte i-Punkt die CSV-Datei. Dann habe ich wieder dieses Spinnweben-Problem, weil er jetzt nur noch die Sachen nimmt, die wirklich zwei Spalten haben. Und das mit dem einen Komma, die ignoriert er wohl und sagt, das ist keine gültige Zeile oder sowas. Da müssen wir sich vielleicht was Neues ausdenken. Das Problem ist wahrscheinlich eher, wenn da kein Komma ist und eine Leerzeile drin war. Ja, jetzt ist es keine Leerzeile mehr, sondern da ist ja was drin mit 0 und 0 und sonst irgendwas. Dann klappt das halt mit diesem Trivialbeispiel erstmal nicht. Aber wenn da wirklich nur Kommas und Leerzeilen wären, dann würde das wahrscheinlich sogar auch machen. Können wir mal geschwind probieren. Einmal den Editor bemühen. i.fso. Also wenn wir die jetzt irgendwie rausschmeißen wollen und die wieder irgendwie so machen, ja, mal gucken, wie das sich dann plottet. Spinnweben verschwunden. Also weil das halt jetzt nicht eine Leerzeile war, sondern eine Zeile mit eigentlich gültigen Daten. Aber er hat dann schon gemerkt, also er ist nicht nach 0,0 gegangen, sonst würde er immer die Spinnweben nach unten in die Ecke verbunden haben. Ja, wenn das jetzt für, ich habe keine X, keine Y-Koordinate, dann hat er da keine gültigen Werte und macht da nicht automatisch 0,0, aber es war halt eine Zeile mit Daten und deswegen hat dieses Linienende nicht funktioniert. Zum Thema CSV, also ja, man kann das machen, man kann sogar noch viel mehr Doku lesen, er kann sogar Binärdateien lesen. Also mit Knoblot kann man sagen, da ist so eine Binärdatei und die ersten 1000 Byte sind ein Header, das geht dich nichts an und ab Byte 1000 liegen da 4 Byte Floating Point und 2 Byte Integer und irgendwas für die Spalten, X, Y, Z, sonst irgendwas. Das ist ziemlich mühsam, das hinkonfiguriert zu kriegen, das ist ein etwas magisches Format-Dingens. Aus Neugier habe ich es tatsächlich einmal durchexerziert und nach vielen, vielen Fehlversuchen hat er tatsächlich die Zahlen richtig interpretiert und geht. Es ist meistens einfach, das mal kurz nach ASCII zu zaubern, aber geht natürlich viel schneller. Ja? Wenn man jetzt eine große Plot-Datei hat und das vielleicht viele davon und sich das einmal ausgekaspert hat, dass die Dateien immer genau die 4 Byte, also das sind dann, was weiß ich, ein Rekord sind 32 Zeichen und das ist dann 8 mal 4 Byte Fließkomma oder 8 mal 4 Byte Integer, mit oder ohne Vorzeichen, gibt es da lauter lustige Format-Statements und wenn man das dann gemacht hat, und kann man so einen Binärmüll auch plotten. Ja? Ja. Und dann muss man aber vorne noch eine Nummerierung dran machen. Ah, nein, okay. Dann muss man vorne noch durchnummerieren, das heißt, wir haben jetzt eine Datei. Nein, stopp. Also, wir haben jetzt, das war jetzt immer Koordinaten. Nein, das sind jetzt einfach zwei Messwerte, ja? Das ist der Messwert X und der Messwert Y, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Hätte ja sein können, ja? Jetzt war ja nur Zufall, dass da, wenn man die dann mal nach Zahlen verbindet, so ein Pinguin rauskommt. Jetzt der Einfachheit nämlich wieder, ich habe das noch separiert, dann machen wir tatsächlich i.csv. Und jetzt kann man dem natürlich sagen, using, nimm mal nur die erste Spalte. Und wenn ich ihm sage, nimm nur die erste Spalte, dann nimmt er wirklich die Zahlen der Reihe nach und verbindet die 215, 244, 57. Da geht es am Anfang hier hoch und dann wieder runter. Und das sind nur die Zahlen der ersten Spalte. Und dann kann ich sagen, nimm die gleiche Datei oder irgendeine andere Datei. Das muss nicht immer die gleiche sein. Using Spalte 2. Und dann verbindet er nur die Messwerte der Spalte 2. Ja, das ist jetzt Ölpreise von Timbuktu und irgendwas. Und ob die jetzt mit Kommas oder sonst was getrennt sind, hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber man muss ihm dann schon sagen, ja, plotte mal nur die eine Spalte. Wenn jetzt da viele Zahlen drin sind und in der ersten zum Beispiel immer die Zeit steht, ja, wirklich Zeit, erster Messwert, zweiter Messwert, dann würde man sagen, eben hier 1, Doppelpunkt 2, Zeit in Spalte 1, in Spalte 2, erster Messwert und hier dann wieder die gleiche Zeit und die dritte Spalte und ja. Sowas passiert auch ganz oft und dann wieder nochmal using wieder die Zeit, dann sollte man natürlich alles über die gleiche Zeit plotten, sonst gibt es irgendwie auch keinen Sinn und dann stehen die Messwerte in den Spalten 2, 3, 4, aber das hängt natürlich vom Inhalt ab. Aber wenn dann wirklich nur Zahlen drin stehen, die ich nur so über X gemalt haben möchte, der Reihenfolge nach, dann ist das die einfache Darstellung, einfach wirklich zu sagen, ja, nimm mal die erste Spalte, man kann das auch noch ein Stück und dann fängt er an mit 0,
der erste Wert geht immer bei 0 los und dann sieht man halt, das sind jetzt 500 irgendwas, ein bisschen mehr wie 500 Zeilen in der Datei gewesen mit Daten. Und man kann auch ganz explizit sagen, als X-Koordinate nimm mal die Spalte 0. Die Spalte 0 ist nämlich genau der Zeilenzähler. Also ob ich da nichts angebe oder manchmal muss ich dann explizit sagen, ich hätte jetzt gerne hier die Spalte 0 mit Y1 und die Spalte 0 mit, aber in dem Trivialfall kann ich mir das verkneifen und sparen. Und das ist das Gleiche. Aber man muss halt dann wirklich sagen, nimm mal nur eine Spalte. Ja? Also das kann er nicht ahnen, wenn da drei Zahlen kommen, was soll er denn machen? Ja, aber also für nur Zahlen wäre das ausreichend. Ja? Und sagen, nimm mal eine Spalte, dann hat er nur eine Zahl und dann wird die halt über der Zellenzahl gemalt. Der hier wird interessant. So, jetzt wollen wir mit den Daten wenigstens ein kleines bisschen anfangen. Kaum ein Beispiel, aber man kann hier durchaus noch mehr machen in dem Plot. Nach unten gehen und sagen, da wird dann die 0 wieder spannend, aber einmal einen Schritt rückwärts. Man kann jetzt mit den Spalten hier auch noch Rechenaufgaben machen und sagen, nimm mal die Spalte, die Zahl. So ist wieder das Gleiche. Wenn ich mit denen rechnen möchte, dann muss ich in runden Klammern irgendwelche Rechenoperationen machen und dann sind die Spalten, weil jetzt hier drin einfach 1 plus 1, da steht immer 2 drin, das ist nicht die erste und die zweite Spalte, sondern ich kann jetzt sagen, Moment. Spalte 1, das war jetzt, Und wenn man die gleiche Datei hat, muss man den Dateinamen nicht nochmal angeben, sondern man kann auch sagen, using $1 plus $2. Und das blaue, die dritte Kurve, ist jetzt immer erst die erste und zweite Spalte, einfach die Summe von beiden. Ja. Merkt man daran, dass es immer über Rot und Grün liegt? Keine Ahnung, total sinnfrei. Man kann sie auch durcheinander teilen. Dann sind die ungefähr so im Bereich von 1, weil die ja alle ungefähr gleich groß sind. Ja, dann kann man da wieder reinzoomen und merken, die X- und Y-Koordinate schwanken so um den Faktor 2. Macht für die Daten wenig Sinn. Was schon eher praktisch sein kann, ist tatsächlich dann, deswegen kam ich da gerade drauf, dass mir das von 0 bis irgendwas gar nicht passt und sagen, na, ich hätte das jetzt gerade von 0 bis 1 gehabt und ich weiß, das sind jetzt, sagen wir mal, 530 Messwerte oder sowas. Dann kann ich hier sagen, nimm mal die Spalte 0 als X-Koordinate, teile die aber jetzt mal durch ungefähr 530, dass das bis 1 geht. Da kann ich ja mal nachgucken, wie viel das wirklich waren. Und hier das Gleiche. Sollte man dann in beiden Dateien gleich machen, teile das auch nochmal durch 530. Und mache dann die Spalte, die Daten aus der Spalte 2. Und dann ist es plötzlich normiert auf von 0 bis 1 und ein bisschen mehr. Ja. Und kann so mit den Dingern in der Gegend rumrechnen. So. Und da unten aus den Zeilen von 1 bis 10, da könnten Tage drin stehen, dass das irgendwie schön aufgeht und hier unten eine sinnvolle Achsbeschriftung gibt und sagen, das sind jetzt, was immer gerade günstig ist. Weil ich keine X-Nummern habe, mache ich mir die aus den durchlaufenden Zahlen von 0 bis 500, was auch immer. Und das war jetzt zum Beispiel von 0 bis 1 Volt eine Messung oder von heute bis morgen. Sucht euch schöne Einheiten raus. Wenn man sowas dann hat, aber jetzt brauchen wir andere Daten, damit man wirklich mal was mit den Inhalten noch machen kann. Wen nehme ich, dass das schnell geht? Ah doch, das war echt schön. Wenigstens das. Muss ich selber spicken gehen? Irgendwelche Messdaten. Echte Messdaten. Da steht hier eine X- und Y-Spalte drin, wo wenn man genau hinguckt, das X ist auch bloß durchlaufend von 0 bis irgendwas. Plotten wir die einfach mal. Ja, nicht so richtig aufregend. Da ging es mir im Wesentlichen darum, irgendwie einfach jetzt hier die Steigung herauszufinden. Da am Anfang passiert irgendwas, das irgendwas elektrische Messung, die wird einmal von 0 bis 255 oder so durchgefahren oder 1024, was der Wertebereich. Von 0 bis 1024 kann man irgendeinen Strom oder Spannung einstellen. Dann wird es einmal hochgelaufen und am Schluss wieder zurück und dann wird von 1024 langsam wieder runtergelaufen. Und jetzt wollte ich eigentlich im Wesentlichen einfach wissen, wo geht es los? Und was ist das für eine Steigung? Und da ist dann irgendwo Spannung einstellen, Strom messen oder sowas. Richtig Elektrik. Hat mein kleiner Mikrocontroller gemacht. Jetzt kann man natürlich irgendwie hier mit der Maus, jetzt kann man hier mit der Maus reinzoomen und sich die Werte angucken. Was auch total hübsch ist, was ich noch nicht erwähnt habe, man kann mit R einen Ruler setzen, dann kriegt man so ein Fadenkreuz und kann hier oben wieder hingehen
Und wenn er oben jetzt schaut, manche machen es oben oder unten, der macht dann von diesem Startpunkt, kann er hier eine Distanz zum Beispiel angeben, sagen, das sind jetzt in X-Richtung sind es 960 irgendwas, je nachdem, wo ich gerade rumwackel. Und in Y-Richtung, irgendwie, da kann ich so ein bisschen ausmessen, wie weit ist es zwischen zwei so Punkten, kann mal ganz praktisch sein. Aber wenn wir alles nicht haben, für sowas kann man jetzt nicht jetzt eine Ausgleichsfunktion setzen. Und um so eine, also wirklich so ein bisschen fit von Kurvenfunktionen zu machen, dass wir das mal noch gesehen haben. Weil da kann man jetzt wirklich anfangen mit Daten rechnen und spielen und sowas. Muss man jetzt eine Funktion vorgeben, was er da jetzt irgendwie, was das eigentlich mal hätte sein sollen. Das sieht aus wie eine Geradengleichung so in erster Näherung. A mal x plus b. Versucht da mal irgendwas draus zu machen. Und versucht dann, also die erste Variante ist natürlich, so habe ich das jahrelang gemacht, bis mir jemand gesagt hat, na, das Plot hatten wir doch schon. Das ist doch irgendwie, kann man auch anders machen. Ne? Das geht bis 1000 und auf ein Zehntel ungefähr, das heißt, das ist so ungefähr 1 durch 10.000. Ja, gar nicht so schlecht getroffen. Ja. Wenn man jetzt guckt, aber ich meine, das fängt hier, da kann man hier nochmal reingucken. Das ist tatsächlich so Kurvendiskussion von Hand. Der Null ist irgendwo da unten bei knapp 60. Kann man ja reingucken, das heißt, ich kann hier irgendwie sagen, x minus 60 oder sowas. Dann bin ich da schon ein bisschen näher an dem Knick dran und ist es ein bisschen zu steil, dann sind es halt durch 11.000 vielleicht oder 11.500, 11.700. Und relativ schnell und relativ ungenau habe ich das so ungefähr hingefädelt. Ist natürlich total blöd, weil irgendwann habe ich dann tatsächlich gelernt, das kann man einfacher machen. Man definiert sich eine Funktion und sagt jetzt mal, genau wie bei dem Plot-Kommando, kann man sagen fit. Fitte mir doch mal bitte diese Funktion f von x an diese Funktion. Und dann muss man sagen, mit welche Variablen er da jetzt ändern soll. Zum Beispiel a und das, ändere mal a und b so ab, dass das dann irgendwie gut passt, die Funktion f von x. Und wenn ich bei dem Plot irgendwie using sonst was angegeben habe, dann muss ich das hier genau gleich machen. Also das, die Datei und wo die Daten herkommen und so, also wenn using 1.2, das hat er sich so als Default gemacht. Und dann sagt er, ah, ich habe ein bisschen gerechnet und A ist so ungefähr eine Steigung von 8 mal 10 hoch minus 5 und B ist irgendwas von, was? Ach so, weil das jetzt ein anderer Achsabschnitt ist. Wenn einem das komisch vorkommt, dann geht man jetzt einfach her, plottet die Originalfunktion und plottet das f von x dazu. Das ist also statt Sinus kann ich ja mal f von x sagen. Und das sieht auf, wie geht es bei euch mit grün? Gut. Und da merkt man da oben, das sieht gar nicht so schlecht aus. Was ist meine grüne Funktion? Ah, und dann habe ich irgendwann gelernt, wenn man hier aus Versehen draufklickt, dann verschwindet es. Man kann tatsächlich die Dinger irgendwie ausgrauen. Macht aber dieses QT-Fenster, mein Originalfenster kann das nicht, deswegen, ja. Da dachte ich gerade, wo ist meine grüne Funktion? Also es passt nicht so ganz perfekt. Das passt unter anderem nicht so ganz perfekt, weil das da unten natürlich auch nicht schön ist. Jetzt kann man dem Fit angeben, genau wie bei dem Plot auch. Man kann so EZX-Range und sonst was und das reinzoomen. Und irgendwann habe ich dann gelernt, man kann tatsächlich einfach hier den Ausschnitt wählen. Dafür ist wieder Maus total praktisch. Also hier der Knick da vorne, das zählt nicht. Das ist einfach, da tut die Elektronik noch nicht das, was ich will. Und was mich interessiert jetzt, in dem Bereich einfach den Rest nach links abschneiden. Und genau wie das Plot jetzt diesen Ausschnitt honoriert, kann ich jetzt sagen, Fit, machen wir mal den Fit in dem Bereich und mach Replot. Und ja, weil das halt so eine Beule drin hat, jagt es ein bisschen draus. Aber wenn ich jetzt einen Anzoom mache, ist schon besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur hier sage, ich will jetzt nur den Fit in dem Bereich machen, dann sieht es erstmal ja gar nicht, mache ich einfach nochmal einen Fit und nochmal einen Plot. Und in dem gleichen kleinen Bereich läuft das natürlich super durch. Und dann merkt man halt, also wenn das hier so das richtige Verhalten war, dann flacht es da oben halt ein bisschen. Aber so eine ganz perfekte, wenn man jetzt da anfängt reinfinden und sagen, okay, hier tickt die Elektronik richtig, dann flacht hier irgendwas ab. So ganz perfekt ist die gerade nicht. Ja, aber ich bekomme damit so ungefähr die Steigung raus. Ja, man kann nicht nur plotten, man kann auch printen. Man kann das auch wirklich als Taschenrechner verwenden, weil das ist 10.544. Ah, machen wir gerade den Fit von ganz Anfang nochmal. Und geben nochmal Print 1 durch aus. Vorher habe ich ja so 11.700 irgendwas mal von Hand hin orakelt. Also wenn man hier so durch den Fit machen würde, dann wäre der optimalste Wert, wobei ich ein bisschen besser an diesem unteren Knick war, 12.500. Solche Sachen kann man jetzt machen.
und kann damit jetzt tatsächlich mal irgendwas auswerten. Ich könnte jetzt da irgendwie bestimmen, wann das durch Null durchgeht. Ja, so den Nulldurchgang, wobei der ja auch nicht so richtig gut ist. Man kann aber noch mehr schöne Sachen machen, weil man merkt halt jetzt, da ist ein Knick drin und irgendwie so richtig toll ist auch nicht. Aber statt die jetzt einfach bloß nebeneinander hinzuplotten, kann es tatsächlich sehr spannend zu sein und sagen, Using, gib mir mal die Spalten 1 und 2 aus. Das hatten wir ja schon. Und geh jetzt mal von der Spalte 2 her, von meinem wirklichen Messwert, und zieh mal den gefitteten, also den eigentlich die Ausgleichsfunktion ab, wobei jetzt hier nicht f von x stehen darf, sondern nimm mal immer nimm die Spalte 1, den x-Wert, und berechne den erwarteten y-Wert. Wenn ich das mache, kommt sowas raus. Ja, das ist jetzt wirklich so, dass das Residuum von dem, was ich erwarte hätte, tolle Gerade. Und das ist jetzt eben die Abweichung, wo er von meiner Funktion immer weiter abweicht, weil er da dann flach läuft und mit der Gerade nichts zu tun hat. Das ignorieren wir einfach mal. Da macht die Elektronik nicht das, da ist er einfach noch nicht warm gelaufen. Und der Rest sieht schon relativ interessant aus. Da merkt man, da ist es schön glatt und da ist halt dieser Bauch. Ja, das ist jetzt wirklich die Vergrößerung von eben dem Bauch, dass das am Anfang ein bisschen steiler, ein bisschen weniger steil ist. Und das sieht eigentlich auch, ja, so bauchmäßig ganz gut aus. Ist halt so. Man merkt, dass was Hin- und Rücklauf, die nicht so ganz gleich sind. Ja, jetzt, wenn man den Rest mal wegzieht, dass das, dann merkt man plötzlich, so. Ah, das kam mir so eben, weil tatsächlich bei dieser Messung einmal von 0 bis 1024 in der X-Achse erst die Spannung anstieg und dann wieder langsam abgefahren wurde. Und da erwärmt sich jetzt, das ist jetzt erstmal einfach so eine Messung, kann man mal vor und zurück machen und was immer da die Mechanik und Elektrik und sowas macht. Und da sieht man, wenn man jetzt halt genau misst und so ein Fit reinlegt und mal so die Erwartungsgrundgerade abzieht, dann merkt man plötzlich, oh, das ist ja gar nicht genau gleich. Wenn man in anderen genau hingeguckt hat, hat man das auch schon gesehen. Ja? Wenn ich nur einfach den hier mache und genau reinzoomen hier so ein bisschen. Da bin ich so ganz schlapp drüber gegangen, nach dem Motto, sieht man schwer. Da merkt man, das läuft auf der einen Kurve hin und auf der anderen zurück, weiß ich, wo vor und zurück ist. Und bei dem anderen sieht man das jetzt halt plötzlich viel besser, weil so hier diese diagonale Linie hoch, das verdeckt eigentlich alles, was richtig spannend und interessant ist. Diagonale Grundlinie mal wegnehmen, das ist halt der Rest. Jetzt haben wir auch bloß noch so von minus 2000stel bis plus 2000stel. Hört aber noch gar nicht auf, interessant zu sein, weil man hier merkt man, das ist glatt und hier passieren plötzlich ganz lustige Sachen. Mir ein bisschen rein zu, plötzlich hier ist von glatt gar nichts mehr, dann machst du bum, 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 bum. Da fängt an, irgendwas zu oszillieren. Und in dem Bereich ist es auch noch relativ klein und einfach. Wenn man jetzt hier guckt, da nimmt dann die Oszillation plötzlich ganz dramatisch überhand. Ja, das ist also nicht so von wegen, wir laufen da mal eine glatte Linie, aber es war wirklich bloß ich Spannung hoch, irgendeinen Effekt von der Fotodiode, keine von Ahnung von irgendwas messen. Und da stecken noch mindestens zwei Probleme drin. Hier so Resonanzen und irgendwas, was nicht angepasst ist. Dass das hier so ein bisschen Erwärmung, Verstärkung, irgendwas, also ich sage, ich mache die Software und sage dann halt jetzt den Elektrikern analog, verhält sich so, wenn ihr das gut findet, gut. Und wenn nicht, dann macht die Elektronik besser, dann messen wir besser. Und ja, aber oh, gleich gibt es Schnitzel. Ganz schnelle Zusammenfassung. Das kann man jetzt mit irre vielen tollen Daten machen, die ich noch dabei hätte, wo man in den Daten, wenn man dann so, ich fitte da mal was rein, ah, das sieht aus wie ein Sinus, ich hätte Wetterdaten da von 1800 Schlag mich tot bis heute. Wenn man da dann, ja, das wird halt die Tagesmitteltemperatur übers Jahr, das geht mal, wird so warm und kalt, und wenn man das dann macht, dann kann man da sowas wie einen Sinus übers Jahr reinfitten oder sowas, ja, dann ist halt jeden Winter kalt, jeden Sommer warm. Und wenn man das dann so reinfittet und sagt, halt, das muss ja irgendwie so ungefähr an so einen Sinus passen, dann stellt man irgendwie bei diesen Daten und ist so frech und sagt, ja, ja, das sind immer 365, irgendwas Daten pro Jahr. Dann dachte ich, nein, dann kann ich herauskriegen über die Daten, wie lang ein Jahr genau ist, weil so Schaltjahre und sowas, ja. Und fitte da einfach irgendwas rein und such dir mal raus, wie viele Zahlen du brauchst, um da eine gute Periode hinzukriegen. Dann müssen es jetzt 365,25 irgendwas sein. Und habe dann ganz überrascht festgestellt, das passt nie so richtig. Das geht immer hinten raus, das läuft irgendwann aus dem Ruder und tut nicht. Bis ich die Daten genauer angeguckt habe und geschaut habe, wo das passiert. Und es hat sich gezeigt, dass einfach nicht für jeden Tag Daten da waren. Da war ein Loch in den Daten. Und zwar ab April 1945 haben
glaube, einen Monat oder sowas gefehlt. Das heißt, bis 1945 hat es ganz perfekt gepasst. Wenn man da einen Fit reingelegt hat, dann hat er über die Frequenz oder die Periode von dem Sinus ganz toll 365,2524 irgendwas Tage Periodenlänge herausgekriegt für, mit Schaltjahren und allem. Aber da war da halt so ein Loch und dahinter ging es dann irgendwie so um einen Monat verschoben weiter. Weil da dann, was weiß ich, wie viele Wochen einfach mal, da haben sie Wichtigeres zu tun, Wetterdaten aufzunehmen. Und es hat erstaunlich schnell danach wieder funktioniert und gab keine Löcher mehr. Es ist wirklich nur ein Loch in den Aufzeichnungen vom Deutschen Wetterdienst für die Messstelle und für viele andere auch. Und weil ich das halt angefittet habe, habe ich da so eine ähnliche Anomalie wie hier gesehen. Das passt einfach nicht, wenn ich da so sage, mach fit mal durch, dann ist es plötzlich, läuft es aus der Spur raus. Und was immer man Zahlen hat, entweder merkt man nur, ah, das ist die Steigung, das ist mein Wasserverbrauch, hätte ich jetzt ein schönes Beispiel, Hauswasserverbrauch messen und mal gucken, wo weicht das ab, dann merkt man plötzlich, da lief mal einen Tag die Toilettenspülung durch, weil da ist plötzlich irgendwo, der Rest ist wieder gut. Wenn man die dann wieder rausrechnet, kann man gucken, ist der Rest halt wieder so enorm, was man für das durchschnittliche Jahr erwarten möchte. Diese und ähnliche Sachen lassen sich jetzt schön wieder in eine Datei packen. Ah, finales Save. Fit 1.gp oder sowas. Wenn man das macht, dann sind wieder die ganzen Knoblauch und sonst was an alle drin. Und hier unten stehen, unter anderem, hier steht wirklich die Funktion auch mit drin und das Fit-Kommando. Das wird nicht automatisch mit ausgefügt, aber die Fit-Ergebnisse stehen mit drin irgendwo. Ich sehe es nicht. Doch, hier. Also das ist das, was durch das Fit-Ergebnis berechnet wurde und die Funktion ist drin, weil das Plot muss das ja beim nächsten Mal auch wieder ausgeben können. Das heißt, wenn man das wieder lädt, kriege ich die gleiche Grafik und habe die gleichen Ergebnisse aus meinem Kurvenfit und sowas. Und es steht aber als Kommentar auch nochmal drin, mit welchem Fit-Kommando ich das wieder hinbekommen kann. Und damit kann ich, wenn ich mir sowas abspeichere, auch jetzt zum Beispiel so automatisch Messungen dann machen. Ja, ich habe eine neue Messtabelle gekriegt und will jetzt einfach bloß die Geradensteigung auswerten. Nehmen wir an, das reicht mir. Dann kann ich jetzt wieder einfach wirklich sagen, auch mit Knoblot auf der Kommandozeile. Wenn ich mal weiß, wie das geht, minus E, kann man sich so Kommandozeilen machen und sagen, nimm F von A, Semikolon, dann machen wir genau dieses Fit-Kommando. Das war letztes Mal ja auch gut. Ups. Und am Schluss interessiert mich zum Print, ich brauche gar keinen Plot, mich interessiert wirklich das 1 durch A. Ja? Oh, da ist ein Teil von meinem Plot-Kommando kaputt gegangen. Fit, gp, Cut, falsch. Da ist das Fit-Kommando abhanden gekommen. Also wir definieren uns die Funktion auf so einer Knoblauch-Kommando. Kann man mehr Sachen in eine Zeile schreiben. Ich definiere mir die Funktion, sage, fit mir das mal auf die Messdaten und gib mir das A hinten aus. Und irgendwas wird dann Gänsefüßchen. Ah, hier habe ich Gänsefüßchen für den Dateinamen. Ob ich Single Quotes oder Double Quotes nehme, das spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn ich jetzt halt Gänsefüßchen auf, Scale, Using, A, B, Semikolon. Ich soll, also außenrum sind die Single, dann machen wir hier wieder die Doppelten rein, dann war das doch schon fast gut. Und hinten muss dann wieder ein einfaches Gänsefüßchen zu. So, jetzt sieht es alle mal gut. Dann hat es alles irgendwie gemacht und ganz am Schluss, als letzte Zeile, kommt dann irgendwie dieses, die Steigung raus. Wenn man das so macht, dann stellt man fest, oh, da kommt ganz viel auf Standard Error, dann nehmen wir halt beide. Das Shell-Vortrag von vor 3 Jahren. Ja, und dann kann ich das auf dem kleinen Mikrocontroller, den ich habe, da läuft ein Knoblauch drauf, Messungen machen, genau die eine Zeile aufrufen. Das habe ich mir einmal hart erarbeitet. Ah, so eine Geradengleichung, fitte das mal drauf. Ich kann da jetzt gleich noch einen Plot hinlegen mit Messdaten und sonst irgendwas, aber das ist die Steigung für dieses Messobjekt. Ja, also und das. Jetzt geht es wieder darum, male ich einen Sinus, einen Cosinus mit 1, 2, 3D, sonst irgendwas. Der Fantasie auch wieder keine Grenzen gesetzt. Ich kann dann Messwerte korrelieren, machen, tun im Sauseschritt und kriege dann immer gleich die schönen Plots dazu. Und das, was ich für die Grafik gemacht habe, kann ich auch für die Auswertung bekommen. Wer dazu noch mehr Fragen hat, draußen beim Stegstand, morgen, wann immer. Und wie gesagt, mal das Buch nehmen. Also ich habe schon mal ein paar Kapitel reingeguckt und fand ich total klasse. Für vieles andere auch. Aber
Da kann man richtig schön, und das ist momentan mein täglich Brot, eben für das, was wir an Technik und Elektronik machen, auf dem kleinen Messcontroller wirklich dann auch Knoblauch laufen lassen. Früher war immer der Code, der Workflow halt, die Elektronik oder der Mikrocontroller hängt halt am Notebook, dann tut man irgendwie das Kommando zum Messen starten, holt sich die Messdaten hoch, auf Linux läuft dann das Knoblauch, da rechnet was rum, berechnet so einen Verstärkungsfaktor irgendwas, und mit dem Verstärkungsfaktor stelle ich auf dem Messcontroller was ein, mache was Neues. Oder wo ich dann endlich das Knoblauch hatte, dann hat sich herausgestellt, hey, total toll, jetzt kann ich das in dem Skript alles auf dem Controller laufen lassen, läuft jetzt einfach ein Shell-Skript da, misst was, rechne was aus. Und allerletztes, da habe ich bloß eine serielle Schnittstelle, ein klein primitiv irgendwas, da gibt es kein X11, kein gar nichts, kein X-Windows. Und irgendwann habe ich in dem Knoblauch ganz aus Versehen mal Plot. Also was ich schon immer kannte, es gibt ein Z-Terminal ASCII. Muss man auch mal. Nee, Default. Dump. Ja. Und wenn man da Plot Sinus von X macht, macht das sowas. So wirklich. Aber damit fange ich nicht so richtig viel an. Ja. Also, aber da war ich dann irgendwann versucht, da kann ich keine Messwerte sehen. Das macht keinen Spaß. Aber deswegen habe ich auch nie versucht, auf diesem Mikrocontroller Plot Sinus von irgendwas zu machen. Aber irgendwann habe ich das aus Versehen doch was gemacht. Und ich habe nie darauf geachtet, dass mir das Knoblauch, wenn ich das auf dem Mikrocontroller aufgerufen, immer gesagt hat, Set Terminal Type Extern. Und wenn man das nämlich hat, was er mir immer gesagt hat, man hätte ihm nur mal zuhören müssen, und hätte Plot Sinus von X gemacht, dann macht mein Extern plopp ein Fensterchen auf. Leider in Schwarz-Weiß. Ja, das ist, weil das ist so ähnlich wie Set Terminal Tektronix 4010 oder sowas. Wie heißt er? Er hat es vorher angezeigt. Könnt ihr nachgucken. Tektronix 4010, der hat so Escape-Sequenzen. Da kann man sagen, mach mal, geh in den Grafikmodus. Das ist ein altes Speicherröhren-Terminal aus den 50er Jahren. Und das ist ein X-Term immer noch drin. Wenn nämlich Control mittlere Maustaste macht, gibt es hier so ein Show-Tektronix-Window. Mach's auf oder mach's zu. Und aus dem Mikrocontroller über die serielle Schnittstelle mit 9600 verbaut, macht das plopp, mal die Linie. Und so kann ich jetzt meinen Messungen zugucken. Und wenn er fertig ist, dann macht er so ein Messdiagramm und ich kann gucken, ob das gut aussieht. Und während er misst, kriege ich hier auf meinem Terminal die Messwerte dargestellt und plupp. Und am Schluss tue ich auf dem Mikrocontroller gleich die Postgres-Files abspeichern. Und statt da immer hin und her und Frickelkram, kriege ich am Schluss ein schönes Messprotokoll in Bunt und Farbe. Und zwischendrin kann ich in Schwarz-Weiß zugucken, was da so alles abgeht. Damit viel Spaß für Knoblauch und bis nächstes Jahr oder nachher zum Schnitzel.